Wir sind live. So, guten Abend, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen digitalen Erörterungsveranstaltung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nummer 2164 oder umgangssprachlich den Bebauungsplan Hirmerei. Mein Name ist Pascal Fuckelrieder und ich bin der Vorsitzende des Bezirksausschusses Allach unter Menzing und werde Sie heute durch den Abend führen. Die Veranstaltung findet heute wieder in digitaler Form statt, da aufgrund der Corona-Maßnahmen noch keine Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind. Aber auch in diesem digitalen Format haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Fragen, Ihre Anregungen und Ihre Anmerkungen zu äußern. Hierfür steht auf der rechten Bildschirmseite der Chat zur Verfügung, wo Sie das dann entsprechend reinschreiben können. Ich werde die Fragen und die Anmerkungen von Ihnen dann im Laufe der Veranstaltung aufgreifen und an unsere Gäste hier im virtuellen Raum weitergeben, die ich Ihnen auch nun kurz vorstellen möchte. Zum einen Frau Sophie Holzer vom Planungsreferat, dort zuständig für die Grünplanung. Ebenfalls vom Planungsreferat für Stadtplanung Herrn Armin Ant. Aus dem Mobilitätsreferat ist heute Herr Wurz dabei. Er ist zuständig für die Mobilitätsplanung und zu guter Letzt der Herr Peter Scheller, der Architekt für die Hirmerei. Der Herr Dr. Christian Hirmer, der Investor, ist leider kurzfristig erkrankt und lässt sich daher entschuldigen und wird heute Abend von Herrn Scheller entsprechend vertreten. Von dieser Stelle aus wünsche ich gute Besserung. Im ersten Schritt wird uns jetzt der Herr Ant vom Planungsreferat die Verfahrensschritte vorstellen und den Bebauungsplanentwurf und anschließend der Herr Scheller dann nochmal in die Details der geplanten Bebauung einführen. Herr Ant, dann übergebe ich direkt das Wort an Sie. Ich danke Ihnen soweit. Ich gebe kurz meine Präsentation frei. Einen Moment bitte. Und wir sind soweit. Super. So, ich begrüße alle herzlich nochmal zu unserer Erörterungsveranstaltung für die Hirmerei, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nummer 2164. Ich werde Ihnen nun im ersten Schritt den allgemeinen Ablauf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erläutern und werde dann auf den Bebauungsplan eingehen. So, zu Beginn. Das Ganze sieht jetzt etwas kompliziert vielleicht aus, aber ich werde kurz durchleiten. Wir haben begonnen im Jahr 2018 mit dem Eckdatenbeschluss. Auf diesen Eckdatenbeschluss, der im Prinzip den Willen zur Entwicklung dieses Bebauungsplans geäußert hat, folgte ein Wettbewerb im September 2019. In diesem Wettbewerb wurde ein erster Preis gekürt, der Grundlage für die weitere Planung war. Darauf folgend wurde dann auf Grundlage dieses ersten Preises Vorhabenpläne entwickelt und der Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplansverfahrens eingeleitet 2021. Wir haben nun den Punkt, dass wir einen Bebauungsplanentwurf sowie Vorhabenpläne besitzen, die jetzt im nächsten Schritt in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gehen. Unsere heutige Erörterungsveranstaltung ist Teil dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und wir werden Ihnen heute diese Pläne darstellen. Parallel hierzu wird es noch eine frühzeitige Behördenbeteiligung geben, in der die verschiedenen Referate Stellung nehmen können zum aktuellen Planstand. Und der Planungsentwurf wird dann entsprechend der Einwände überarbeitet, angepasst oder die Einwände werden abgewogen. Und danach gibt es eine zweite Beteiligungsrunde, wieder mit den Behörden und in dem Fall mit dem Bezirksausschuss. Auch diese Beiträge werden dann in die Abwägung mit eingebracht und damit sind dann öffentliche und private Belange
soweit es geht, abgedeckt und wir gehen in den Billigungsbeschluss. Nach dem Billigungsbeschluss wird es eine öffentliche Auslegung geben. Bei dieser öffentlichen Auslegung gibt es nochmal die Möglichkeit für Sie als Bürgerinnen und Bürger, sich mit dem Thema zu befassen, Einwände einzubringen oder auch zu gucken, inwieweit die Einwände formgefasst wurden oder eingegangen sind in die Planung. Darauf folgt eine erneute Abwägung und der Satzungsbeschluss und mit dem Satzungsbeschluss in der Folge dann das Inkrafttreten. So. Kurz zur Verortung. Wir befinden uns im nördlichen Teil von München in Allach an der Grenze zur Gemeinde Karlsfeld. Der betreffende Bereich, der Planungsumgriff, ist hier links im Bild rot dargestellt. Wir sind ca. 300 Meter südlich des S-Bahnhofs Karlsfeld und ca. 2 Kilometer nördlich vom Börtelplatz zur Orientierung. Wir liegen damit im Bereich der Bahnlinie München-Ingolstadt, der Ebersburgstraße und der Otto-Warburg-Straße. Im Flächennutzungsplan ist dieser Bereich aktuell als WA bzw. als SO, WA für allgemeines Wohngebiet und SO in dem Fall für Sonnegrünfläche dargestellt. Und diese Darstellung ist soweitgehend ausreichend, um die Realisierung des B-Plans zu ermöglichen. Hier sehen Sie nun den Bebauungsplanentwurf. Der Bebauungsplanentwurf ist in zwei Teile gegliedert. Wir besitzen einmal den gemeindlichen Planungsanteil. Das ist in dem Fall die Straßenverkehrsfläche in Gelb. Und wir besitzen das Vorhaben hier rechts gerahmt, was einerseits den Baukörper als auch die öffentlichen Grünflächen in unserem Fall umfasst. Dies ist deswegen so, weil die öffentlichen Grünflächen auch vom Vorhabenträger entwickelt werden und dann abgetreten werden. Zur gemeindlichen Planung. Wir haben hier zwar die komplette Ebersburgstraße im Umgriff drinnen, es ist jedoch so, dass wir im südlichen Bereich die Ebersburgstraße nur mit einem Gehweg ergänzen, der entlang des Sickerbeckens hochführt bis zum Vorhaben. Und im nördlichen Bereich ergänzen wir die Straßenfläche durch einen Baumgraben mit Parkbuchten sowie einen Gehweg. Die komplette Straße ist nur aus formalen Gründen jetzt mit drin. Rechts im Vorhaben können Sie erkennen, wir haben einmal den großen Baukörper, der dargestellt ist in Rot. Dann besitzen wir nördlich und südlich jeweils zwei öffentliche Grünflächen. Und im Innenbereich besitzen wir die privaten Freiflächen. Im südlichen Bereich des Baukörpers ist die Kita mit ihren Freiflächen angesiedelt und das Ganze ist gefasst teilweise durch Lärmschutzwände aufgrund der Lage. Bei der Höhenentwicklung ist es so, dass wir vorne zur Straße mit dreigeschossigen Vorbauten beginnen und uns dann steigern Richtung Bahn bis zu Hochpunkten mit 6 Geschossen. Dazu würde ich noch mal kurz ins Detail gehen. Hier können Sie noch mal den aktuellen Stand der Vorhabenpläne sehen. Ganz links können Sie die Tiefgarage erkennen. Die großen weißen Flecken stellen hierbei Freiräume dar, sodass auch die Innenhöfe mit größeren Bäumen bepflanzt werden können. In blau ist der Grundriss des Erdgeschosses angedeutet. In der Mitte können Sie den aktuellen Stand des Erdgeschosses sehen. Sie sehen im südlichen Teil in Orange dargestellt die Kita mit angrenzenden Freiflächen und Sie können die beiden öffentlichen Grünflächen erkennen. Das ist einerseits im Süden und einerseits im Norden. Die Bebauung entwickelt sich nach oben, wie bereits erwähnt, springt sie stückweise zurück. Hier können Sie das sehr schön erkennen, eine Veränderung zwischen dem dritten, vierten und fünften Obergeschoss. Richtung Bahn entwickeln sich Hochpunkte, Richtung Ebersburgstraße springt man zurück. In der Regel ist es so, dass wir im vorderen Bereich 4 Geschosse haben und im hinteren Bereich 5 Geschosse. Das Ganze wird jeweils dann mit aufgesetzten Hochpunkten ergänzt.
dementsprechend an der Straßenseite bis zu 5 und an der Bahnseite bis zu 6 geschossen. Hier können Sie das Ganze noch mal kurz in einem Modellfoto sehen. Hier sehen wir auch die Ansicht von der Bahn. Im hinteren Bereich können Sie die Eversbruchstraße sehen mit der Bestandsbebauung und vorne quer durchs Bild laufen die Otto-Warburg-Straße. Noch ganz kurz zum Freiraum. Die privaten Freiflächen liegen im überwiegenden Teil im Innenbereich des Baukörpers, die öffentlichen Flächen, wie bereits erwähnt, im Außenbereich, also im südlichen Bereich und im nördlichen Bereich. Ergänzt wird das Ganze auch noch über Dachgärten, die noch zusätzlich zu sehen sind, hier leicht angedeutet in grün. Das soweit erstmal zum ersten Einstieg und ich würde jetzt im Anschluss Herrn Scheller bitten, genauer auf die Architektur einzugehen. Ja, herzlichen Dank, Herr Arndt. Ich finde, Sie haben das so gut gemacht, dass es jetzt wirklich schwierig ist, dass man sozusagen das noch toppen kann. Aber ich hoffe, dass ich mit so ausführlicheren architektonischen Einlassungen jetzt eigentlich noch eine Chance habe, dass ich noch Interesse wecke. Sie haben wirklich schon sehr vieles eigentlich gezeigt, sowohl die Lage, die Größe. Mein Name vielleicht ganz kurz ist Peter Scheller, ich bin Architekt und Stadtplaner und Geschäftsführer der Gesellschaft, einer von zweien vom Büro Palimai aus München. Wir haben zusammen mit Grabner-Huber-Lipp, das sehen Sie auf der ersten Folie unten, die Landschaftsarchitekten im Wettbewerb gewonnen und machen seitdem sozusagen unsere Arbeit, indem wir die Planung vorantreiben, anpassen, ihren sozusagen Einwendungen oder Hinweisen entsprechend auch sozusagen verändern. Ich bin, Sie haben es schon am Anfang gehört, auch heute sozusagen noch für den Bauherrn mit dabei. Wenn Sie also Fragen haben zu sozusagen dem, was eigentlich Sie als, an den Bauherrn richten möchten, da versuche ich das so gut wie möglich meine Bauherrnseele für Sie bereitzustellen. An sich bin ich aber der Architekt und würde Ihnen das kurz vorstellen. Das Modell haben wir gerade schon gesehen. Jetzt von der anderen Seite, Sie haben es gerade gesehen, von der Seite, also aus Osten, von der Bahn. Jetzt gehen wir sozusagen einmal rum und schauen von der Westseite, also von der Ebersbuschstraße auf das Vorhaben, die sozusagen Bebauung, die eigentlich mit den dreigeschossigen kleinen Eingangsvolumen, da kommen wir noch genauer drauf, beginnt, sich adressiert an die Ebersbuschstraße, die sozusagen die Linie, die das Gebäude zur Ebersbuschstraße einnimmt, was jetzt vom jetzigen Straßenraum deutlich verbreitert werden wird und dann sozusagen nach oben sich staffelt. Sie können jetzt von da auch ganz gut erkennen, links im Bild, also im Norden Richtung S-Bahn, eine Freifläche, die sozusagen auf dem zu planenden Perimeter liegt und unten rechts zur Otto-Warburg-Straße eine weitere Freifläche. Das sind die beiden öffentlichen Freibereiche, die Sie schon gehört haben. Rechts auch sozusagen gibt es noch die Freifläche der Kindertagesstätte, nach Süden orientiert. Und sozusagen so eine Art Öffnung auch zur Ebersbuschstraße, der Eingang dann, jetzt kann ich einmal die Maus bewegen, ich hoffe, Sie sehen das, nach innen hinein, um diese sozusagen innen gelegenen Wohngebäude noch zu erschließen. Eigentlich aber hier die Adressen so als Zugangsköpfe. Den Plan kennen Sie jetzt schon, da bin ich jetzt auch froh, dass der sozusagen schon ein bisschen anmoderiert wurde. Die Eversbuschstraße, die Otto-Warburg-Straße, hier nochmal die Grünflächen. Sie sehen den Eingang hier in den Hof, die Adresse der Wohnbebauungen, hier mit dreigeschossigen Beginn, dann 4 und 5 und schließlich zur Bahn hin, also zur Eisenbahnlinie dann oder S-Bahnlinie gleichzeitig die 6 Geschosse. Hier kann man vielleicht ganz gut auch erkennen, was der Anschein angemerkt hat, im Inneren gibt es also sozusagen nicht unterbaute Flächenzonen, die dann auch für Großbäume möglich sind. Sie kriegen ja mit, wir müssen uns wirklich um das Klima, um das Stadtklima auch kümmern, um Überhitzung vorbeugen. Wir werden auch hier Großbäume pflanzen im öffentlichen Bereich, also im Garten, nennen wir den ja im Hortus, ganz im Norden, aber auch im Süden. Da wird also sich sozusagen auch natürlich in deutlich dieser Eindruck verändern vom jetzigen Zustand hin zu einem Garten. Vielleicht, um das mal für Sie ein bisschen zu verräumlichen, wenn man jetzt mal sozusagen ähnlich wie das Modell kippt, aber jetzt schon ein bisschen mehr zeichnet. Das ist ja unser Job. Wir Architekten müssen ja auch Sachen zeichnen. Wir müssen auch Maßstäbe liefern. Sie sehen jetzt so also ein bisschen die Leute schon rumlaufen zur Ebersbuschstraße. Die Eingänge in die einzelnen Häuser, der Durchgang in den Hof.
von hier aus jetzt eigentlich schon mal zu sehen, die nördlichen so Art, so die Laubengänge, da kommen wir gleich noch dran, mit so Treppen, die dann für die Anwohner direkt in diesen innenliegenden Hof führen. Das war für uns ein recht wichtiger, sozusagen Grund, sehr wichtige Grundannahme, dass wenn man dort als Gemeinschaft sozusagen eine Hirmerei baut, Sie kennen ja wahrscheinlich in München auch als Referenz vielleicht die Borsthai, also ein gemeinschaftliches Wohnen zur Miete, dann braucht so eine Art gemeinschaftlichen Raum im Inneren, Höfe, die sich da so räumlich ineinander verschränken, und es braucht aber auch öffentliches oder gemeinschaftlich öffentliches Grün, und das haben wir im Wettbewerb schon nach außen gesetzt, sozusagen als Räume, die deutlich sozusagen öffentlich auch liegen und wo man nicht jetzt da innen reingehen muss zu den Bewohnern, sondern was einfach zur Schnittstelle des bestehenden Orts Allach und auch nach Norden zur S-Bahn sich hin orientieren. Der neue Straßenraum vielleicht mal als kleiner erster Eindruck, also deutlich verbreitert von der jetzt vielleicht für Sie gerade noch präsenten, ich nenne es jetzt mal Ackerkante. Ich sehe es beim Herrn Fuggeriet im Hintergrund, wenn ich mich nicht täusche, oder Herr Fuggeriet, ist das sogar der Bauplatz, was Sie da als Hintergrund haben? Ja, genau. Das ist jetzt schwer. Also da sieht man, glaube ich, gerade die Ackerkante. Und wenn Sie jetzt umdrehen, da haben wir also deutlich breiter diesen schon vom Herrn Ahn im Plan gezeigten Baumgraben mit den Straßenbäumen, dann nochmal Vorzone und nochmal zurückgewichen die eigentlichen Gebäude. Also dass man sich vorstellen kann, jetzt wird das zu einer Straße mit grünen, sozusagen grün bestanden. Und im Norden, wir schauen jetzt also Richtung Norden, Richtung S-Bahn, da sieht man sozusagen diesen nördlichen Grünraum. Und hernach zeigen wir Ihnen auch nochmal ein Bild vom Süden. Vielleicht der Eindruck des Erdgeschosses, das ist ja wichtig, denn das bildet ja eigentlich die Schnittstelle zum Stadtraum, wie er jetzt dann sich darstellt. Die Ebersbusstraße nochmal, die Bahn und hier im Norden der Park. Und jetzt sieht man so ein bisschen, wie sich eigentlich die Anlage adressiert. Der Eingang jeweils zu den Wohnhäusern zu Ebersbusch immer mit so einem kleinen Gemeinschaftsraum ergänzt. Da oben eine kleine Gastronomie, also eine kleine, ja, Patisserie, Bäckerei, es ist noch nicht ganz genau klar, wo man sich ein bisschen hinsetzen kann, was zum Park gewandt, so mal was verzehren kann. Hier unten grün, die Kindertagesstätte, Sie sehen das, der Eingang von Ebersbusch, und dann schwenkt sich die so nach hinten und hat nach Südwesten eigentlich für die Kinder ideal die Freiflächen als Teil dieser südlichen gemeinschaftlichen Fläche. Was besonders ist, und das war uns wichtig, wird Sie jetzt als Nachbarn vielleicht nur bedingt interessieren, aber vielleicht überlegen Sie sich ja, dass Sie dort so eine neue Heimat sich ersuchen. Wir haben da drinnen zum Beispiel überhaupt nirgends eine Feuerwehr zu fahren, so richtig, sondern wir haben eigentlich durch diese Treppen, die eigentlich da über die Laubengänge die Wohnungen erschließen, das sieht man gleich nochmal in den Grundrissen, kommt man immer flott, die Kids flott oder in den Garten, ohne immer über das interne Treppenhaus zu gehen, und wir haben gleich die Rettungswege. Das heißt, wir kennen da wirklich hochwertige Grünräume eigentlich anbieten. Hier nochmal so eine Nutzung, die auch nicht Wohnen ist, also die vielleicht Gemeinschaft sein kann, arbeiten für alle oder das wissen wir auch noch nicht so genau, aber auf jeden Fall nicht Wohnen ist, so eine Art Zentrum bildet an dieser Schnittstelle Eingang zwischen diesen drei Teilräumen. Jetzt kommt ein Bild, das für uns von Anfang an recht wichtig war. Das ist ein Wandfresko aus der Villa Glivio. Und zwar beschreibt es einen Hortus conclusus, einen sozusagen ein bisschen gefassten Garten im Inneren, der durch seine Wand gefasst ist und sozusagen definiert einen Grünraum innen und außen. Das war ein Thema, weil wir, wie ich es schon beschrieben habe, eigentlich so einen gefassten Raum für die Öffentlichkeit wollten als Grünraum, jeweils im Norden und im Süden. Das sehen Sie ja mit den Farben ganz gut differenziert. So ein bisschen das Maingrün im Norden und im Süden, das Öffentliche, und im Inneren das Dunklere, eben dieses eigentlich dem Wohnen und den Bewohnern gewidmete Grün. Also es wird dort auch eine Fassung geben, mit einem, also das ist dem Schallschutz geschuldet, oder? Die Grünräume, wenn man sich dort erholen will, brauchen eine gewisse Angemessenheit an Lautstärke. Wir müssen das puffern, was die Bahn uns da beschert, auch die Ebersbus und auch die Otto-Warburg-Straße, vor allem die Bahn. Und da müssen wir einfach einen Schutz bilden, eben so eine Art Fassung, die jetzt mal eine Wand ist, eine Mauer, wie man es hier so ein bisschen vielleicht andeuten kann. Jetzt stehen Sie praktisch im Norden, blicken Richtung dieser schon angedeuteten kleinen gastronomischen Nutzung, blicken raus, schauen auf die Ebersbusstraße, und das ist jetzt diese Fassung um diesen Garten, um diesen Grünraum, um diesen gemeinschaftlichen nordseitig eben dieser neuen Hirmerei. So, jetzt habe ich mich echt beeilt. Ich glaube, jetzt ist aber noch gar nicht fertig, jetzt bin ich noch nicht ganz am Ende. Jetzt kommt noch mal so was Trockenes wie ein Plan, und zwar vielleicht die Ordnung, wie das geplant ist. Sie sehen also jetzt ein Regelgeschoss links,
Regelgeschoss nennt man das sozusagen das Normalgeschoss mit den Wohnungen, die eigentlich sich über Treppenhäuser ganz normal als Spende organisieren. Und hier gibt es immer Wohnungen über der Kita nach Süden orientiert, die über die sogenannten Laubengänge funktionieren, wo dann immer die Treppe in den Garten führt. Das ist immer an der Nordseite, wo es jetzt mit Sitzen und Balkon vielleicht eh nicht so super ist. Und dann kann man das aber erschließen. Und da sehen Sie ja zum Beispiel ganz gut, dass es da kleinere Wohnungen gibt, also durchaus auch Apartments, zum Teil für Mitarbeiter, vielleicht Auszubildende. Und dann auch zum Teil größere Wohnungen, zum Teil auch recht große Wohnungen für Familien. Das ist immer sehr gemischt, auch in den Treppenhäusern gemischt, ganz bewusst, dass man nicht so unbedingt Teile hat, die ganz sozusagen sich einzelnen Wohnmodellen widmen, und schließlich nochmal das Obergeschoss, das oberste, wo man auch nochmal kurz vielleicht sieht, wo diese Mieter dann ihre gemeinsamen Dachgärten haben, die durch die Treppen erschlossen sind. Das sind diese grauen Flächen. So, jetzt nochmal der wirklich letzte Eindruck. Jetzt sind wir im Süden in der Freifläche und da sehen Sie jetzt rechts die Kindertagesstätte, die erkennt man so ein bisschen an diesen Markisen, die da rausgehen. Da sieht man natürlich die Kinder schon spielen. Hinten wieder der Eingang in diesen lärmgeschützten Hortus, der gefasst ist mit den Großbäumen, die wir eben bauen können, weil wir da eben keine Unterbauung haben. Und jetzt bin ich schon wirklich am Ende. Jetzt bin ich wirklich am Ende angekommen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Scheller, und herzlichen Dank, Herr Andt, dass Sie uns das Projekt, das Vorhaben hier kurz vorgestellt haben. Im Chat sind auch schon einige erste Fragen eingegangen, die ich hier aufgreifen möchte. Es kam eine Nachfrage bezüglich der Lage und der Höhe der Lärmschutzwand, ob Sie da noch mal kurz drauf eingehen können. Ich denke, Herr Scheller, das können Sie am besten beantworten. Das kann ich gern machen. Also, das ist so, die Lärmschutzwand ist dafür da, dass sie den Lärm vor allem von der Bahn und von der Straße abhält. Das bedarf einer ziemlich genauen Ermittlung der Lärmwerte. Sie können sich vorstellen, wie so ein Wasser ist das. Es schwappt also Wasser von der Bahn her und es schwappt sowas von der Straße her. Und es gibt momentan gerade von den Fachplanern die Untersuchung, wie viel oder wie laut wird es werden. Und da vorne ist abhängig, wie hoch die werden. Also, aber sie sind auf jeden Fall schon, ich sage jetzt mal, höher als eine Person ist. Ich sage jetzt mal so, also, die fassen schon den Raum. Sie brauchen sich jetzt nicht vorstellen, dass da solche, ich sage jetzt mal so, technische Bahnschallschutzwände kommen. Also das ist schon, wir begreifen das als Teil unseres architektonischen Vorhabens, ja, als Fortführung auch der Fassade. Aber die genaue Höhe, das ist ein bisschen früh, denn dort müssen erst noch die Schutzziele, so nennt man das, glaube ich, definiert werden und entsprechend muss man dann reagieren. Ich hoffe, das war aussagekräftig. Gut, ansonsten würde ich einfach den Bürger oder die Bürgerin bitten, hier einfach im Chat nochmal zu ergänzen und nochmal nachzufragen. Diverse Verkehrsthemen sind jetzt auch angeschnitten worden. Die Verkehrsentlastung wurde angefragt oder auch wie ein Verkehrskonzept in dem Bereich aussehen kann. Und auch die Nachfrage, ob die Ebersbusstraße dreispurig werden würde, das hätte wohl auf einem der Bilder so ausgesehen. Herr Wurz, können Sie da kurz drauf eingehen und das erläutern? Eventuell, Herr Scheller, müssten Sie noch mal das Querschnittsbild dazu zeigen. Vielen Dank. Ja, dann würde ich auch den Herrn Scheller bitten, das eine Bild vom Straßenraum noch mal zu zeigen. Jawohl. Dann können wir, glaube ich, die Frage mit der Dreispurigkeit relativ schnell beantworten. Ich glaube, der Straßenraum, der wird jetzt nicht zugunsten von Fahrspuren aufgeweitet, sondern in dem Bild ist es, glaube ich, ein vorgesehener Streifen für parkende Autos. Das war vielleicht da, der da als Fahrspur erkannt wurde. Und ansonsten wird sozusagen die Verkehrsfläche aufgeweitet zugunsten von einem Grünstreifen und von einem breiteren Gehweg beziehungsweise überhaupt einem Gehweg. Und ansonsten ist das, was Sie hier ganz rechts sehen, ist, glaube ich, für parkende Autos vorgesehen. Ja, genau. Ich glaube, die Frage schon wird. Ja. Gut, also keine Dreispurigkeit der Straße, sondern weiterhin zwei Spuren und ein entsprechender Streifen mit Parkplätzen. Genau, jetzt vergrößern Sie es nochmal, dann sieht man das auf dem Plan nochmal ein bisschen. Gut, dann ist die Frage aufgegriffen.
Ja, dann kam hier auch verkehrlich die Frage nach der Entlastungsstraße, wo ja der Korridor, den man jetzt hier rechts im Bild sieht, freigehalten wird. Und der Wunsch oder die Forderung, erst eine Verkehrsentlastung zu schaffen und dann eine Wohnbebauung zu schaffen. Herr Wurz. Gerne. Im Rahmen von dem Verfahren wurde ja auch eine Verkehrsuntersuchung gemacht, die jetzt erstmal grundsätzlich gezeigt hat, dass der zusätzliche Verkehr von diesen gut 200 Wohneinheiten, sage ich mal, leistungsfähig abwickelbar ist. Und auch schon im Rahmen von dem Aufstellungsbeschluss von 2016, da stand ja diese Trasse, die Sie hier in dem Bild östlich von dem Planungsgebiet sehen, auch schon mal zur Diskussion. Und da ist ja jetzt ein Korridor von circa 20 Meter, sind es, glaube ich, freigehalten. Und im Rahmen von dem Aufstellungsbeschluss ist die Entscheidung gefallen, soweit, dass jetzt nur dieses Teilabschnitt in Tieflage, also den Sie jetzt im Aufschnitt sehen, von der Ebersbusstraße zur Otto-Warburg-Straße, dass man das verwirft, weil da einen sehr großen Eingriff auch in die vorhandenen Grünflächen nur eine sehr punktuelle Verkehrsentlastung gegenüberstehen würde. Die Trasse wird aber freigehalten hinsichtlich einer Weiterführung bis zur, jetzt ist das Bild wieder weg. Oh, Entschuldigung. Bis zu einer Weiterführung bis zur Ludwigsfeldener Straße. Da müsste man aber erstmal die verkehrlichen Effekte untersuchen und das unterliegt dann auch einer Entscheidung vom Stadtrat. Ist aber jetzt für die, für die Abwicklung von dem Planungsgebiet, über das wir heute sprechen, ist es nicht notwendig. Gut, danke schön, Herr Wurz. Wir haben jetzt hier einige Fragen, die auf die Höhenentwicklung eingehen, insbesondere direkt an der Eversbuschstraße. Hier schreibt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, 4 Stockwerke direkt an der Eversbuschstraße. Es war versprochen, das nach vorne hin zu entlasten und maximal 2 bis 3 Stockwerke analog der gegenüberliegenden Bebauung oder der gegenüberliegenden Gebäude vorzusehen, sodass sich das Ganze besser einfügt. Da sind auch noch mal weitere Nachfragen bezüglich der Höhenentwicklung. Herr Arndt oder Herr Scheller, wer von Ihnen kann da drauf eingehen? Herr Arndt. Kurz darauf eingehen. Ich gebe kurz den Bebauungsplan frei. Einen Moment. So. Der Bebauungsplan. Erstmal zum Thema der Höhenentwicklung. Es ist so, dass wir durchaus auf die umgebende Bebauung eingegangen sind. Das sieht man schon alleine auch im Bereich der Ebersbusstraße mit den kleinteiligeren Vorsprüngen. Es ist jedoch so, dass es sich hierbei um einen eigenständigen Baukörper handelt. Es ist nicht so, dass wir jetzt in die Altstadt bauen würden und uns dementsprechend in einen Bestand integrieren müssen, sondern wir haben definitiv die Situation, dass wir relativ im Grünen bauen, auf dem freien Acker. Wir haben aber schon geschaut, dass wir insbesondere zur Bebauung auf der Westseite der Ebersburgstraße durch die Abstufung Richtung Straßenseite her Rücksicht nehmen. Dem Ganzen dient auch übrigens der Parkstreifen und der Grünstreifen entlang der Straße, weil dadurch der Abstand von Fassade zu Fassade sogar noch erweitert wird, die Straßenmitte sozusagen abrückt und damit noch zusätzlich Abstand zwischen dem Alten und dem Neuen geschaffen wird und die Begrünung durchaus auch vermittelt in dem Bereich. Herr Scheller? Ja, das haben Sie gut erklärt. Genauso hätte ich es auch gemacht. Vielleicht zusätzlich noch eine Sache. Es ist ja sozusagen auch nicht ganz so, dass es jetzt 1:1 der Wettbewerb ist. Es gab ja schon eine Befassung und auch Hinweise, was wir auch gemacht haben. Wir haben zum Beispiel auch die Bebauung entlang, also die Bebauungslänge entlang der Ebersbusstraße deutlich verkürzt. Ja, das heißt, die
Zum einen rücken wir mit der Bebauung deutlich von der Ebersbusstraße ab und haben auch, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, diese Anbauten sind ja dreigeschossig. Also diese Adressierung der Wohnhäuser, die sich an der Ebersbusstraße sozusagen aufreihen, sind dreigeschossig und haben mit ihrer Traufkante dann schon den Effekt, dass sie sozusagen staffeln auf die dann aber deutlich weiter hinterliegenden Viergeschosser. Ja? Und wie gesagt, wir haben die Länge deutlich optimiert und adressieren eigentlich nur noch mit vier Häusern, die mit einem dreigeschossigen Eingangselement sich jetzt zur Straße adressieren. War das verständlich? Ja, für mich verständlich. Ob es auf Begeisterung stößt, bezweifle ich. Aber vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Die Bullaugenfenster wurden hier nochmal in einem Beitrag kritisiert. Ich weiß nicht, wie weit die schon fix sind oder nicht. Weiß ich nicht, Herr Scheller. Das ist natürlich immer schwierig. Also wir finden die natürlich schon wichtig oder interessant, aber die sind jetzt natürlich noch, wir sind im Planungsfortschritt, sage ich mal, im Stand noch Vorentwurf. Jetzt versuche ich gerade, ich habe mir jetzt einfach sozusagen die Freigabe geschnappt. Ich versuche jetzt gerade nochmal, ich weiß nicht, ob das geht, Ihnen zu zeigen, dieses Bild, das wir vorher hatten, da sieht man es ein bisschen. Ich glaube, dass alle Zuhörer verstehen, was mit den Bullaugen gemeint ist. Also wir stehen jetzt nochmal in der Ebersbusstraße. Da sieht man diese runden Fenster. Die runden Fenster haben halt das sind die Öffnungen in sozusagen gemeinschaftlich und in sozusagen die Eingangsräume. Und wir fanden es gut. Also ob es ein roter Fensterrahmen wird, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Die Form ist da, dass es sozusagen eine Art von Adressierung in dieser Wand gibt und dass das nicht irgendeine Tür oder irgendein Wohnungsfenster wird. Was ich jetzt da nochmal vielleicht ganz gut erklären kann, Sie sehen hier, eigentlich nimmt man das nur aus dem Straßenraum als Dreigeschosser wahr. Ja, sehen Sie das? Und deutlich zurückgesetzt kommt dann hier Viergeschosser, eigentlich um die über zwei Meter zurückgesetzt. Das heißt, wir haben uns schon sehr darauf konzentriert, aus der Straße raus mit weitem Rücksatz und den Bäumen über dreigeschossige Bebauung, die einzeln nur sozusagen so zahnartig sich zur Straße wenden und dann deutlich zurück eigentlich den Eindruck oder die dann nochmal ein Geschoss mehr zu machen. Ich glaube, da in dem Bild versteht man es ganz gut. Herr Scheller, hier war nochmal die Nachfrage, wie tief der Baukörper mit drei Stockwerken, bevor die vierstöckige Bebauung beginnt, zurückgesetzt ist. Von der Straße, meinen Sie jetzt, also vom Gehweg, ich glaube knapp 2 Meter, also vielleicht so, wir haben die Fahrbahn, dann hat man den Parkstreifen, dann kommt der Baumgraben, dann kommt der Gehweg und dann kommen noch 2 Meter vom Gehweg und dann kommt das Haus mit drei Geschossen und dann kommt, glaube ich, nochmal 2,50 Meter, bis dann das sozusagen die Viergeschossigkeit kommt. Okay, gut. Das dann jetzt, glaube ich, sehr ausführlich beantwortet, in welcher Höhe welche abgestuft ist. Jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz in den Untergrund gehen. Hier kam eine Frage bezüglich der Wanne für die Tiefgaragen und dem Wasserstand unter der Erdoberkante, und zwar wie im Bereich der Bebauung entlang der Würm sich das Wasser verändern wird und ob die Gefahr besteht, dass Wasser in die Keller der Nachbarschaft läuft. Das Thema Wasser in Kellern haben wir in München ja an mancher Stelle auch. Und hier besteht die Sorge, dass hier mit dem Grundwasser ungute Auswirkungen entstehen können. Wer weiß, wer kann das hier in der Runde am besten beantworten? Ich würde kurz was dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Ich gebe kurz den Bebauungsplan. Entschuldigung, da muss ich rausgehen. Herr. So. Natürlich ist diese Thematik mit dem Grundwasser etwas, was uns bekannt ist. Und das wurde natürlich auch untersucht, weil wir uns relativ nah zur Würm befinden. Vorneweg vielleicht erstmal die kleine Information. Wir liegen nicht im Bereich des Hochwassers. Das können Sie hier rechts auf dem
Flächennutzungsplan sehen. Und zwar ist der Bereich, der hochwassergefährdet ist, mit dieser blauen Linie dargestellt und wir liegen definitiv außerhalb. Für die Untersuchung des Grundwassers haben wir jedoch sowohl die Würm als auch den Ausbau der A99, der Ringautobahn, berücksichtigt und eventuell damit einhergehende Veränderungen des Grundwasserspiegels. Das alles wird aktuell gutachterlich ergänzt und auch nochmal fortgeschrieben und wird berücksichtigt in der Planung, sowohl bei der Tiefgarage als auch bei anderen Unterbauten jeglicher Form. Gut, also das Thema Wasser ist bei Ihnen berücksichtigt. Ja, dann begeben wir uns wieder nach oben. Hier waren Nachfragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit, PV-Anlagen, Fassadenbegrünungen und so weiter. Herr Scheller, ich denke, das können Sie am besten beantworten, was hier an den Gebäuden vorgesehen ist, um diese Bebauung möglichst nachhaltig und ökologisch wertvoll zu gestalten. Das kann ich gerne machen. Grundsätzlich sind wir natürlich angehalten, ohnehin, also wir planen eigentlich immer nachhaltig, denn wir bauen ja auch für lange Zeit Wohnen. Ganz konkret, also PV wird es so, also wir haben ja auch eine gewisse Forderung an öffentlichen Terrassen, also an gemeinschaftlichen Terrassenflächen als Grün, also Aufenthaltsflächen. Die sind natürlich erstmal für die Bewohner auch wichtig, aber auf den sozusagen nicht begehbaren Flächen kann man sich das durchaus vorstellen, PV-Anlagen sozusagen drauf zu setzen. Das ist auch Sinn, also ist auch natürlich wichtig. Die Bauweise ist eine Massivbauweise. Wir halten auch einen sehr guten Energiestandard ein. Wir haben auch dort die Fernwärme und oder wir haben einen sehr guten Primärenergiebedarf, so muss man das eigentlich formulieren. Und das Zweite ist, glaube ich, was noch die Frage war, der Begrünung. Wir haben also zur Bahn hin vor allem ja Treppenhäuser, die offen sind. Und das haben wir auch, glaube ich, schon mal vorgestellt im Bezirksausschuss. Rechts jetzt auf der Zeichnung sehen Sie so Treppenhäuser, die sozusagen immer, sehen Sie, meine Maus sehen Sie jetzt nicht, aber also zur Bahn hin gibt es sozusagen Treppenhäuser, die sozusagen offen sind und die mit so einem Geflecht vielleicht besetzt werden. Und dort kann sich natürlich dann schon grün oder wird, das kann man natürlich begrünen. Wichtig ist bei der Begrünung, dass die auch Bodenkontakt haben. Das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir das nach unten, ganz nach unten wurzeln. Also so Dekorationen, die dann irgendwie immer so die Häuser dekorieren, da sind wir ein bisschen skeptisch. Aber dort, wo es Sinn macht, vor allem, wo man die Vereinbarkeit von dem Wohnen und dem Begrünen hinkriegt, und das sind bei Treppenhäusern, das sind ordentliche Flächen, auch 5 Geschosse hoch, da kann es durchaus funktionieren. Oder da haben wir das auch vor. Ansonsten glaube ich, was sehr wichtig ist in der Nachhaltigkeit, dass wir wenig versiegeln. Das habe ich schon mal, glaube ich, kurz gesagt, dass wir Großbäume pflanzen und so das Mikro- und Lokalklima auf jeden Fall deutlich verbessern, ja, weil wir auch die CO2 absorbierende Oberfläche, nenne ich es jetzt mal, durch die Bäume deutlich vergrößern. Gut, vielleicht noch mal kurz zu den Fassaden. Der Grünton, den wir jetzt in den Bildern gesehen haben, stößt nicht unbedingt auf Begeisterung. Wie sicher oder wie verbindlich ist denn das, was Sie hier in der Illustration gezeigt haben? Oder kann das auch eine andere Farbe sein? Wie steht da vielleicht auch die Möglichkeit, mit der Nachbarschaft sich noch über die Farbgestaltung zu unterhalten? Also dazu muss man sagen, wir sind natürlich als Architekten mit dem Entwurf auch in den Wettbewerb gegangen und fanden natürlich schon wichtig, oder wir haben uns schon gut überlegt, das Grün hat in München auch eine Tradition und hat sozusagen eine gute bauplastische Wirkung. Sie sehen es vielleicht da in der sozusagen im Eindruck mit den Schatten. Wir mögen das an der Stelle gerne. Das finale Wort ist vielleicht noch nicht gesprochen, aber es ist wirklich ein wichtiger Teil der Planung. Es wird auch nicht so ein Kraft-Dunkelgrün sein, also es wird keine volltonige Farbe sein. Das Grün taucht in München auf Putzfassaden durchaus immer wieder auf. Es macht vor allem auch eine Anpassung an den Maßstäben mit den Bäumen zusammen, mit dem grünen Vorgelege, und das finden wir auch wichtig. Anders als vielleicht diese klassisch weiße, kubische, sage ich mal, bauplastische Haltung, die dann doch sehr präsent und sehr vielleicht also sehr, sehr bestimmend wirkt, dachten wir uns, es wäre gut, dort
mit einem zurücktretenden Auftritt zu bestechen. Also deswegen die Farbe Grün, die auch in München Tradition hat und die wir schon ernst nehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt so sein wird, aber wir nehmen sie schon noch ernst. Vielleicht konnte ich mich da so äußern dazu. Und ich war auch Teil des Wettbewerbs. Also die Fassaden waren auch so und wir finden schon, dass das ein guter, eine gute Gestaltung ist dort. Für so ein großes Vielleicht besteht Haus. Ja die Möglichkeit, dass Sie dann im Laufe des weiteren Fortschritts über den Grünton auch mit der Nachbarschaft ins Gespräch kommen. Ich würde jetzt gerne noch auf das große Thema Verkehr kommen. Da sind ganz, ganz viele Nachfragen. Ich versuche mal so die wichtigsten Punkte mal aufzugreifen. Hier waren die Fragen, wie weit das mit Karlsfeld abgestimmt ist. Die Eversbruckstraße und dann die Fortsetzung Bayernwerkstraße ist ja heute schon relativ stark belastet. Die Kreuzung, die ampelgeregelte Kreuzung zur Otto-Warburg-Straße ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Da staut sich's in der Rush-Hour schon bekannterweise. Die Fragen kommen auch hier im Kontext A99-Tunnelsanierung, wodurch sich ja Verkehrsströme auch für einige Jahre ganz massiv ändern, aber auch wie das Verkehrskonzept über das Planungsgebiet hinausgehende Verkehrsströme berücksichtigt, bis hin zur Frage, was bei der S-Bahn beispielsweise an Taktverdichtung, die S-Bahn ist ja hier sehr, sehr nah, wir haben es in der allerersten Bilder vom Herrn Ant gesehen, es sind nur wenige Schritte bis zur S-Bahn, aber was nützt das, wenn die S-Bahn unzuverlässig fährt, dass sie nah ist. Herr Wurz, ich denke, Sie haben auch die Punkte so ein bisschen im Chat mitgelesen. Und würde Sie bitten, hier mal auf die Punkte, so gut es geht, einzugehen, auch auf das Verkehrsgutachten und so weiter. Ja, vielen Dank, Herr Fuggenrieder. Ich habe die Fragen ein bisschen verfolgt und habe unter anderem auch die Rückmeldung gelesen, dass die Fragen noch nicht beantwortet wurden. Da würde ich vielleicht auch nochmal die Rückmeldung geben, dass wir natürlich, falls wir heute auch eine Frage nicht beantworten, dass uns die ja alle vorliegen und die auf jeden Fall dann im Nachgang auch alle schriftlich beantworten, spätestens dann mit dem Billigungsbeschluss. Ich habe mir auch noch notiert die Frage nach den Radwegen, die gestellt wurde, ob wir in der Eversbruchstraße Radwege vorsehen. Das haben Sie auch in der Darstellung von Herrn Scheller ganz gut gesehen, dass wir in der Eversbruchstraße keine zusätzlichen Radwege vorsehen, also keine abgetrennten, keine baulichen Radwege. Das hat den Hintergrund, dass die Straße in dem Abschnitt auch mit Tempo 30 ausgeschildert ist und wir bei Tempo 30 den Radverkehr generell auch auf der Straße führen im Mischverkehr. Dann habe ich mir auch noch die Fragen notiert zur Sanierung Allacher Tunnel, ob wir die auch bedacht haben. Ja, man hat das ja auch in der Presse gelesen, dass die Autobahn das plant, den Ausbau. Und wir sind da auch in einem sehr engen Austausch mit der Autobahndirektion dahingehend. Die Verkehrsverlagerungen, die jetzt da für die Bauzeit prognostiziert werden, die werden jetzt auf das Planungsgebiet keine größeren Auswirkungen haben. Da geht die Autobahndirektion davon aus, dass das großräumige Verlagerungen mit sich ziehen wird über die B471 und über die A8 Richtung Innenstadt und dann weiterführend über die Verdi-Straße Windrichring. Ich sage jetzt mal, räumlich betrifft der Ausbau ja das Planungsgebiet nicht. Dann noch die Fragen zu dem Verkehrsgutachten, ob wir die ganzen baulichen Entwicklungen im Umfeld auch berücksichtigt haben. Da ist es ja so, dass wir für die Verkehrsgutachten immer eine Analyse machen, die beruht auf den Verkehrszählungen, die wir im Jahr 2018 durchgeführt haben.
Das war auch in enger Abstimmung mit der Gemeinde Karlsfeld. Von denen haben wir auch sozusagen die Gutachten bekommen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau, mit dem Bau von dem Gymnasium gemacht haben. Und da auf den Prognosen basiert auch unser Verkehrsgutachten. Und generell sind in unseren Prognosen alle bekannten Vorhaben und auch der generelle Bevölkerungszuwachs in und um München berücksichtigt. Und wir gehen deswegen auch in der Ebersbusstraße sogar noch von deutlichen Verkehrssteigerungen zum heutigen Zeitpunkt aus. Das Planungsvorhaben selber mit den 200 Wohneinheiten hat da noch eher die geringeren Auswirkungen. Und auch den Knotenpunkt haben wir uns auch angeschaut, Otto-Warburg-Straße, Ebersbusch-Straße. Und da war das Ergebnis, dass die zusätzlichen Verkehre mit einer Anpassung von der Lichtsignalanlage, also vom Signalprogramm, auch da noch leistungsfähig abgewickelt werden können. Dann hatten Sie noch die Frage zu der Taktverdichtung. Da ist es ja so, dass als Startkonzept mit der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke ist ja vorgesehen wird, dass halt im gesamten S-Bahn-Raum der Grundtakt von heute 20 Minuten auf 15 Minuten erhöht wird. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Zug pro Stunde. Heißt natürlich aber auch, dass heutige Stationen teilweise, die heute einen 10-Minuten-Takt haben, vielleicht in Zukunft auch nur einen 20-Minuten, den Viertelstundentakt haben, Entschuldigung, weil zusätzlich zu dem Viertelstundentakt noch Verstärkerbahnen vorgesehen sind, sogenannte Express-S-Bahnen, die aber auch gegebenenfalls nicht an jeder Haltestelle halten, aber natürlich die Gesamtkapazität auf den Strecken doch deutlich erhöhen. Ich glaube, jetzt hatte ich mir noch notiert die Frage, wann wir gezählt haben. Ich glaube, die habe ich schon beantwortet. Das war 2018. Ich glaube, das waren soweit die Fragen, die ich mir notiert hatte. Ja, hier kamen dann zwischenzeitlich auch noch weitere Nachfragen, und zwar inwiefern denn die Flächen für den geplanten S-Bahn Nordring, der ja in Karlsfeld starten wird, für Park and Ride oder auch für die Ermöglichung des S-Bahn Nordrings denn notwendig wären? Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die würde ich auch gerne mitnehmen. Die würden wir dann im Weiteren beantworten. Aber ich glaube, jetzt auf das Planungsgebiet selber haben die Flächen jetzt keine Auswirkungen. Dazu könnte ich genauere Informationen liefern. Und zwar ist das so, dass wir im Zuge der Planung natürlich auch das Thema des Nordrings berücksichtigt haben. Und wir haben auch geprüft, inwieweit die Flächen für eine eventuelle Entwicklung notwendig sein könnten. Da ist unseres Wissens nichts vorgesehen. Und außerdem ist es so, dass wir noch zur Bahn hin zusätzlich diese Trassenbreite von ca. 20 Meter hatten, die wir sowieso frei halten nach aktuellem Stand. Und neben dieser Trassenbreite befindet sich auch noch ein zusätzlicher Grünstreifen. Dieser ist jedoch naturschutzrechtlich relevant, weshalb eine Erweiterung in dem Bereich eher unwahrscheinlich ist und nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Ein Park and Ride an S-Bahnpunkt wird durch unsere Planung nicht verunmöglicht. Gut, so die Fragen bezüglich Radweg. Ja, da war die Frage, wie denn ein Konzept für eine Anbindung per Fahrrad an die Ebersbusstraße, aber bis hin auch eine Anbindung an den Oertelplatz vorgesehen ist. Das geht natürlich über das Planungsgebiet weit hinaus, sollte aber schon auch berücksichtigt werden und nicht nur singulär diese Fläche. Gibt es hier ein Fahrrad oder ein Fahrradwegkonzept, das hier, sagen wir mal, von Nord nach Süd, von Süd nach Nord führt? Also bei der Stadt, wir sind ja derzeit auch mit der Entscheidung, dass wir als Stadt auch den Radentscheid übernommen haben, erarbeiten wir natürlich stadtweite Radverkehrskonzepte. Jetzt im Zusammenhang mit dem Vorhaben, was wir heute besprechen,
Gibt es jetzt auch kein spezielles Radverkehrskonzept. Da treffen halt die Ausführungen, die ich vorher schon getätigt habe, zu, dass wir jetzt in der Ebersburgstraße keinen zusätzlichen Radweg vorsehen werden, aufgrund der Führung in Tempo 30. Gut. Zu der S-Bahn wird hier auch nochmal zurückgemeldet. Wir haben ja heute in der Rush-Hour den 10-Minuten-Takt, die 10-Minuten-Taktverdichtung. Da sind wir auch sehr froh, dass wir sie haben, auch wenn die Taktverstärker regelmäßig ausfallen. Das sind halt die ersten Züge, die rausgenommen werden, wenn es irgendwo Probleme gibt. Da ist natürlich schon die Sorge, wenn das auf 15 Minuten umgestellt wird, dass es eine Verschlechterung mit der S-Bahn-Versorgung für uns in Allach und in Untermenzing darstellt. Fahrradfahren auf der Ebersbruchstraße ist heute schon gefährlich. Die alte Dorfstraße, die zum Teil sehr, sehr schmal ist, da braucht es tatsächlich schon noch mal Ideen und Konzepte. Hier ist nochmal die Frage, inwiefern das Mobilitätsreferat denn ein umfassendes Verkehrskonzept für Allach, für den nördlichen Bereich von Allach vorbereitet und plant, weil hier die Sorge ist, dass die Einzelmaßnahmen nicht in der Gänze zu einer spürbaren Verkehrsentlastung führen werden. Ich meine, wir sehen ja auch, dass viele Fahrzeuge mit Dachauer oder Fürstenfeldbrucker Kennzeichen durch Allach durchfahren. Das sind ja nicht nur die Anwohner, sondern auch einfach der Durchgangsverkehr. Also hier ganz konkret die Frage nach einem umfassenden Verkehrskonzept. Herr Wurz. Ja, gerne. Also ich sage mal, ein Verkehrskonzept für Allach im Speziellen, daran arbeiten wir derzeit nicht. Was wir aber, sage ich sozusagen, ja, unsere Daueraufgabe ist, ein Mobilitätsreferat ist, ein Verkehrskonzepte für die gesamte Stadt zu erarbeiten. Und da sind uns die Ziele bekannt. Also da sind die Ziele, dass wir überhaupt den Kfz-Verkehr wegverlagern hin zu anderen Verkehrsträgern, was ja natürlich nur im Zusammenhang mit dem Ausbau von öffentlichen Nahverkehr und auch von Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur geht. Ich sage jetzt mal, aber ein kleinräumiges Verkehrskonzept für Allach, daran arbeiten wir im Moment nicht. Gut, also so ein Verkehrskonzept müsste sicherlich nicht nur auf Allach sich beschränken, sondern auch umliegende Bereiche, ich sag mal, aus dem Stadtbezirk 24, Karlsfeld und so weiter ebenfalls umfassen. Also so ganz kleinteilig sollte es natürlich nicht sein. Jetzt schaue ich mal hier noch parallel in den Chat. Ja, da waren noch mal Fragen bezüglich der Zeit, wann gebaut wird und hier auch die Überschneidung mit den geplanten Bauzeiten der Autobahndirektion oder der Autobahn GmbH. Inwiefern denn das zusammenpasst oder ob dann einfach zwei große Bauvorhaben gleichzeitig laufen und es hier zu einem Kollaps kommt. Inwieweit sind hier die Bauzeiten untereinander abgestimmt? Herr Scheller. Also es ist ja so, dass sozusagen mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan auch eine Fertigstellungsfrist eigentlich eintritt oder man muss sozusagen dieses Vorhaben ja auch in einem gewissen Zeitraum fertigstellen. Wir planen derzeit im Vorentwurfsplan. Wir sind also in die konkrete sozusagen Planung jetzt mal auch eingestiegen. Es gibt irgendwann Genehmigungen. Wann es jetzt genau losgeht, kann man echt schwer sagen, weil auch die Frage ist, welche Einflüsse jetzt die Anmerkungen im laufenden Verfahren noch haben, was sich in Veränderungen ergibt und wie man das koordiniert. Also wir sind natürlich im Verlauf des Bauens selber natürlich total interessiert, dass man das koordiniert. Muss ja auch sozusagen der Ablauf der Baustelle funktionieren, das wird man koordinieren, aber ich bin jetzt persönlich über die Vorhaben der Baustelle, der Autobahndirektion noch nicht informiert, wann deren Baustellen beginnen. Aber ich glaube, dann, wenn es mal weiter feststeht, da sind wir noch eigentlich schon noch entfernt davon, dass wir jetzt mit dem Bauen beginnen. Erst müssen wir planen
dann kann man das auf jeden Fall koordinieren. Aber ich konnte eben noch nicht genau sagen, wann es bei uns konkret losgeht. Und ich weiß nicht, wann die Autobahndirektion konkret jetzt baggert. Herr Arndt, ich weiß nicht, vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren. Also wir kennen jetzt auch noch keinen ganz konkreten Zeitplan. Da läuft ja jetzt gerade noch das Planfeststellungsverfahren. Also ich habe keinen verlässlichen Zeitplan. Da wäre es aber wichtig, dass Sie von der Hirmerei und die Autobahndirektion da in einen engen Dialog treten, dass das möglichst konfliktfrei und überschneidungsfrei erfolgen kann. Weil ich sage mal, die Lebenserfahrung zeigt schon, dass Schleichverkehr sich seine Wege sucht. Man kann die großen Straßen natürlich als Umfahrung empfehlen. Schleichverkehr wird es trotzdem geben. Der lässt sich nicht wirklich verhindern. Also der Kontakt, das kann ich jetzt vielleicht auch ganz kurz jetzt sozusagen aus Bauherrensicht sagen, den Kontakt zur Autobahndirektion gibt es schon. Man stimmt sich auch nochmal ab sogar zur Verkehrsführung entlang dieses Gebiets der Autobahndirektion im Süden. Aber da gibt es schon sehr enge Abstimmungen und auch die Koordination wird dann bestimmt, wenn man das absehbar hat, natürlich gemacht werden. Ja, das ist klar, das muss man. Ja, genau. Gut. So, aus dem Bereich Verkehr sind viele, viele Anmerkungen. Ich glaube, die wichtigsten und großen, wenn ich jetzt hier nochmal durchscrolle, sind aufgegriffen. Aber Herr Wurz, Sie nehmen bitte alle Fragen auch entsprechend mit und berücksichtigen die dann ja auch im weiteren Verfahren. Hier kommen jetzt nochmal Fragen bezüglich der Bauhöhe und die Abschattung auf PV-Anlagen bei den Nachbarn, aber auch Fragen nach Begrünung, bienenfreundlicher Begrünung, also verschiedene Grünfragen und Beschattungsfragen. Sind Sie da in den Planungen oder wie sind Sie in den Planungen, Herr Scheller, da drauf eingegangen? Oder inwieweit, Frau Holzer, können Sie da auch was dazu von Grünplanungsseite sagen? Soll ich starten, Herr Scheller? Gerne. Genau, also von Grünplanungsseite ist es einmal so, wir haben ja die öffentlichen Grünflächen im Norden, im Süden, die sind intensiv begrünt. Das ist ein gartenartiger Park, der da entstehen wird. Im Zentrum sind dann die privaten Wohnhöfe, die sind ebenfalls intensiv begrünt. Wir haben intensiv begrünte Dachgärten, Dachflächen. Das heißt, was den Artenschutz und die Artenvielfalt angeht und die Bienenfreundlichkeit des Quartiers, wird sich das gegenüber einem Acker sehr erhöhen. Genau. Und dann war, glaube ich, auch noch eine Frage zu dieser nördlichen Grünfläche, warum die genau da liegt. Also das ist natürlich auch dieser Form geschuldet, ist aber auch gegenüber des Bahnhofs Allach. Dann mit der Gastronomie ist also eine öffentliche Nutzung genau an dieser Stelle richtig platziert. Da ist ja auch der Baumbestand im Norden der Fläche und der Solitärbaum, der erhalten wird. Und damit ergibt sich ein schönes Bild dieses Gartens, dieses parkartigen, öffentlich zugänglichen Gartens im Norden gegenüber der S-Bahn. Dann kommt diese Wohnbebauung mit den privateren, gemeinschaftsnützlichen, genutzten Höfen und den Spielflächen und dann nochmal die Grünfläche im Süden zum Übergang eben dann zum Gehölzbestand, der auch erhalten wird und dem Versickerungsbecken. Ich hoffe, ich konnte damit die Fragen beantworten und dann gebe ich Ihnen das Wort, Herr Scheller, hinsichtlich der Photovoltaikanlagen. Ich würde noch ganz kurz dazwischen einhaken. Da war noch eine Frage, die hatte ich noch nicht genannt und zwar, wie ein Bezug zum Allacher Forst hergestellt werden kann, zum Beispiel eine Fußgängerquerung über die Otto-Warburg-Straße, was natürlich schon auch attraktiv ist, dass der Allacher Forst so nah ist.
Also ich fange mit den PV-Flächen vielleicht an und hange mich dann und übergebe dann vielleicht an den Herrn Arndt, denn diese Erschließung oder diese Erreichbarkeit ist, glaube ich, außerhalb unseres Planungsgebiets oder unseres Grundstücks. Also zur PV-Verschattung der Nachbarn habe ich verstanden, oder? Also es geht wahrscheinlich um die westliche Bebauung. Wir sind natürlich sehr weit abgerückt, sowohl von der Straßenmitte wie auch eigentlich von der Grenze. Das heißt, die frühmorgendliche, ich sage jetzt mal östliche Sonnenernte, wo die Sonne sehr tief steht, die dürfte eigentlich durch die Abrückung nicht sozusagen eingeschränkt sein. Und dann geht es ja nach Südosten, nach oben die Sonne. Und dort ist ja unser Gebäude nicht kein Hindernis mehr. Also je nach Orientierung, ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht im Detail die Orientierung der Dachflächen und der befestigten PV vor Augen, aber wenn die meisten Häuser, glaube ich, ja giebelständig stehen, das weiß ich jetzt eben nicht genau, je nach Orientierung der Fläche dürfte da also mit dem Abrücken, mit der Entfernung unserer Gebäude von den eigentlichen Gebäuden, also keinerlei Verschattung oder Beeinträchtigung sein, ja, weil man ja auch schon erstmal nur im Osten, also dann eine gewisse Sonnenhöhe braucht, damit das funktioniert, damit das eine relevante Ernte, sage ich mal, bringt. Also ich glaube, da haben wir genug Rücksicht genommen. Gut, also Sie sagen, das hat keinen Einfluss, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja. Gut. Weil wir gerade bei Höhen sind, hier kam nochmal die Nachfrage nach dem Lärmschutzwänden mit 3 bzw. 4 Meter Höhe. Das ist offensichtlich noch nicht ganz klar rübergekommen, wo die liegen sollen. Vielleicht können Sie das im Plan nochmal zeigen. Herr Scheller, ich denke, Sie haben den Plan, auf dem Sie das gut zeigen können. Jawohl, ich gebe es kurz frei. Augenblick. Ich muss immer wieder das Fenster finden, das Richtige. So, sehen Sie es jetzt schon? Können Sie sehen jetzt meinen Inhalt? Ich kann es noch nicht sehen. Aber warten Sie mal, vielleicht hat das mit der Freigabe nicht funktioniert. Einen Moment bitte. Sekunde, so, jetzt müsste es gehen, so, also, jetzt müssten Sie sehen, ja, jetzt müssten Sie mir nochmal helfen, wo wollten wir hin, zu welchem Plan wollten wir jetzt kommen? Dass Sie nochmal zeigen, an welcher Stelle die Lärmschutzwände mit 3 bzw. 4 Meter Höhe vorgesehen sind. Also im Vorhabenplan, das sehen wir, das ist wie gesagt momentan, da steht auch gemäß Angabe Schallschutz. Also wir sind hier zur Bahn eher höher, was jetzt für die Nachbarschaft nicht so relevant ist, 3,50 Meter. Und hier rüber zur Eberspurstraße 2,50 Meter. Also mit ausgestrecktem Arm kann man die Krone sozusagen umfassen, sage ich jetzt mal so als Maßstab. Also wir sind hier auf jeden Fall zum öffentlichen Straßenraum der Nachbarschaft niedriger als zur Bahn, wo die Lärmquelle ja höher ist. Wie gesagt, bitte unter Vorbehalt, es ist momentan der Stand der Erhebung Schallschutz. Und hier unten sind wir bei 3 Metern, denn dann kommt schon auch die Otto-Warburg-Straße zum Tragen. Und hier sind wir dann wieder höher mit 3,50 Meter rüber zur Bahn. Ja, so ist es auch in den Unterlagen einzusehen. Gut, hier kam dann auch nochmal die Nachfrage, inwieweit die Schallschutzwände quasi den innenliegenden Bereich vor Schall schützen, aber außen eine entsprechende schallreflektierende Wirkung haben und außenliegende Bebauung mehr Lärm abbekommen würde. Also das wird ja hierüber erstmal in den Teilen, wo der meiste Schall herkommt, also keine Rolle spielen, denn dort haben wir ja sozusagen keine unmittelbare Nachbarschaft. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Bebauung westlich der Eberspurstraße. Wir werden die natürlich jetzt nicht als schallharte oder geschlossene Bebauung Wand sehen. Wir werden die natürlich entsprechend auch den Forderungen dann konturieren oder porös ausführen, sodass es einfach durch Reflexion keine Verschlechterung gibt zu den Nachbarn. Also im Rahmen auch der natürlich einzuhaltenden Vorgaben. Das heißt, es geht wahrscheinlich um den Lärm der Eberspurstraße, sozusagen die Reflexion der Eberspurstraße auf die Nachbarn, aber dort kann man mit Oberflächenbehandlung und mit einer technischen, also wie man es halt fügt und ausführt, eine Verbesserung auf jeden Fall machen.
Rücksicht nehmen, sozusagen. Ja? Okay, gut. Hier war noch mal eine Nachfrage bezüglich dem Wasser. Herr Ann, Sie sind da sehr stark auf das Thema Hochwasser und Würm eingegangen. Da war aber noch mal die Nachfrage auf das Grundwasser. Inwiefern hier Veränderungen im Grundwasser entstehen können und wie das modelliert und untersucht wurde. Genau. Zum Thema Grundwasser ist es so, dass wir selbstverständlich ausgehend von der Lage in München und den Böden, die wir hier haben, immer mit dem Grundwasser rechnen müssen. Und wir haben da immer so einen Richtwert. Das ist das Jahrhunderthochwasser 1940. Das ist so Maß aller Dinge für uns. Und da gucken wir dann, das ist so der schlimmste Case, den man in der letzten Zeit hatte. Und wir sind auf jeden Fall auch außerhalb dieses Jahrhunderthochwassers. Zum normalen Grundwasserspiegel haben wir extrem viel Abstand. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, müsste ich im Gutachten nachsehen. Aber selbst zum Jahrhunderthochwasser hätten wir noch einen gewissen Abstand. Und die Tiefgarage wird dementsprechend ausgeführt, dass sie nicht vollläuft und dass sie auch nicht für die umgebenden Keller als Gefahr zu sehen ist. Das gilt natürlich auch für die Autobahn, wie vorhin erwähnt. Gut, also ich verstehe Sie so, dass hier Ihre Untersuchungen ergeben haben, dass durch die Bebauung kein Grundwasser in die Kellergeschosse der umliegenden Bebauung kommen kann. Gut. Ich würde vielleicht noch kurz zu dem Thema Zuwegung, Angelruhe, das war ja nochmal ein Thema, was erwähnt wurde, kurz einen Plan freigeben und noch etwas ergänzen. Ja, gerne, Herr Arndt. So. Jetzt zu dem Aspekt der Erschließbarkeit der Angerlur und auch zu dem Aspekt, es gab ja noch eine Frage zum Thema Verkehrssicherheit für Kinder. Es ist natürlich so, dass wir auch in unserer Planung einen Gehweg planen auf der Ostseite. Man kann das im südlichen Bereich der Ebersburgstraße sehen, entlang des Sickerbeckens der Autobahndirektion. Da werden wir einen relativ schmalen Gehweg planen. Dieser Gehweg hat mehrere Vorteile. Einerseits wird die Bushaltestelle im Süden dadurch zugänglich für alle Bewohner. Außerdem Thema Kinder und Sicherheit. Kinder dürfen ja soweit bis zu einem gewissen Alter auf dem Gehweg fahren. Das heißt, sie hätten dann die Möglichkeit, diesen schmalen Gehweg mitzubenutzen. Und dieser Gehweg würde auch ermöglichen, dass man Richtung Süden sich bewegen kann und dann über die Unterführung der Otto-Warburg Richtung Angerlur. Es ist sogar relativ barrierefrei erreichbar mit einigen Umwegen, das muss man zugeben, aber die Angerlur ist verhältnismäßig gut angeschlossen und damit ist auch die Naherholung gut gewährleistet. Gut. Angerlur bzw. Allacher Forst, ne? Genau, hier kam nochmal die Nachfrage. Vorhin war natürlich der Bahnhof Karlsfeld und nicht der Bahnhof Allach gemeint, Frau Holzer. Genau. Das war einfach ein Versprecher. Kein Problem. Gut, hier war jetzt nochmal die Nachfrage. Die Frage, welche uns alle betrifft, ist das Grundwasser und nicht das Jahrhunderthochwasser. Herr Ann, vielleicht müssen Sie noch mal auf den Begriff Jahrhunderthochwasser, was der bedeutet, eingehen. Hochwasser klingt natürlich immer erstmal nach Wasser, das über der Bodenoberkante steht. Umgangssprachlich, wenn man hört, ist es Hochwasser, dann denkt man an Überschwemmung. Einen Moment, ich rufe kurz eine Grafik auf. Ja, ich glaube, der Begriff Jahrhunderthochwasser, wie Sie ihn verwenden, ist nicht mit Überschwemmung gleichzusetzen, oder?
Nein, es ist nicht mit Überschwemmung gleichzusetzen. Einen Moment. Thema Überschwemmung, das. So, ich wechsle kurz die Grafik. Leider gerade nicht zu sehen. Einen Moment. Also ich greife dann vielleicht parallel einfach auf der Tonspur noch ein paar Beiträge hier aus dem Chat auf zum Thema Wasser, Grundwasser. Und zwar ist hier die Nachfrage, wer garantiert, dass kein Grundwasserader blockiert wird oder ähnliches? Auch die Frage, was passiert, wenn doch Grundwasser in Keller kommen sollte, ob es dann einen Schadensersatz vom Bauherren gibt. Hier wurde auch noch ergänzt, dass das Grundwasser 1,60 Meter unter der Oberfläche steht und jetzt schon die Keller jedes Jahr ein- oder zweimal unter Wasser stehen. Auch das Angebot, sich das gerne anzusehen. Und zum Thema Hochwasser. Das können Sie jetzt sehr schön auf der Grafik sehen. Sie sehen rechts den Flächennutzungsplan. Und da sieht man diese blaue Linie. Diese blaue Linie stellt den Bereich des Hochwassers dar. Und da befinden wir uns nicht drin. Also die Bebauung direkt an der Würm hat eine Hochwasserproblematik. Das ist eine andere als die Thematik des Jahrhunderthochwassers. Bei dem Jahrhunderthochwasser ist das die Referenz für den schlimmsten Case, was das Grundwasser ansteigen kann. Und damit rechnen wir in unserer Planung, denn wir gehen bei solchen Dingen immer vom Schlimmsten aus. Und wenn es halt nicht so schlimm wird, dann sind wir auf der sicheren Seite. Gut, also ich habe die dringende Bitte, dass Sie auch die Beiträge, die hier im Chat mit drin sind, hier wird jetzt formuliert, dass die Pläne falsch wären, dass das Wasserwirtschaftsamt Bescheid wisse. Und dass auch im Eon-Gelände, im früheren Eon-Gelände offizielle Messungen gemacht wurden, dass Sie das nochmal mitnehmen und mit dem Wasserwirtschaftsamt entsprechend prüfen. Hier schreiben Bürgerinnen und Bürger, dass in der Vergangenheit hier jetzt schon Probleme gewesen seien. Ich bitte Sie, das mitzunehmen und entsprechend auch ernst zu nehmen und zu berücksichtigen, was hier das für Auswirkungen aufs Grundwasser hat. Selbstverständlich nehmen wir alle Einwände mit und auch wenn jetzt etwas ganz kurz oder ganz knapp jetzt besprochen wurde, wir nehmen alles mit, was im Chat ist und wir werden auch alles in die Abwägung mit einbeziehen. Gut. So, genau, hier kam noch öfters die Anmerkung, dass es eben um Grundwasser und geht, nicht Hochwasser. Vielleicht müssen wir da die Begriffe Grundwasser und Überschwemmung oder sowas nehmen, dass das klarer wird. Gut, vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das Thema Verkehr. Hier ist das Thema Schulweg angeschnitten und Schulwegsicherheit. Hier die Frage, wie es denn ermöglicht werden soll, dass die Kinder möglichst sicher, ja, und auch umweltfreundlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Kindergarten, zur Schule, zu Freunden, zu Freundinnen kommen oder auch gebracht werden. Bezieht sich hier natürlich auch nochmal auf das Thema Fahrradwege. Also da kommen nochmal die Fragen so auch Richtung Schulweg. Wie sind da die Konzepte? Herr Wurz, ist das bei Ihnen in der Zuständigkeit? Ist jetzt nicht direkt bei mir in der Zuständigkeit, aber ich kann da gerne was zu sagen. Das Thema Schulwege, das ist bei uns im Mobilitätsreferat auch eine eigene Abteilung, die sich um die Schulwegsicherheit kümmert. Das heißt, es sind Kolleginnen, die zusammen auch mit der Polizei und den Bezirksausschüssen auch sich vor Ort die Schulwege anschauen
Und auch da hat, sage ich mal, die sicherheitsrelevanten Aspekte sich genau angucken und schauen, dass die Schulwege sicher sind. Das heißt, wenn es für eine Schule einen bestimmten Sprengel gibt, dann schauen die sich an, dass man auch von jedem Punkt von diesem Sprengel möglichst sicher zu den entsprechenden Schulen kommt. Ist jetzt aber im Rahmen von dem Verfahren, was wir heute besprechen, jetzt also im Rahmen vom Bebauleitplanverfahren ist es jetzt kein so großes Thema. Okay, ja, aber nehmen Sie das Thema Schulwegssicherheit einfach bitte entsprechend. Ist aber bei jeder Schulplanung ist es immer relevant und wird immer berücksichtigt. Okay, gut. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, der jetzt halt hier auch mehrmals genannt wurde. Und zwar ist hier jetzt mehrfach Kritik an der Form der Öffentlichkeitsbeteiligung aufgekommen. In der momentanen Situation können wir keine Präsenzveranstaltungen machen, aber wir sollten diese Kritik auf jeden Fall mitnehmen, Herr Andt, und im Nachgang dann nochmal drüber sprechen, ob hier nochmal eine andere Form, wenn die Inzidenzwerte es zulassen, nachgeholt werden kann und darf oder nicht. Zu dem Thema des Formalen, das hatte ich selber auch gelesen, dass es anscheinend Probleme gebe mit den Unterlagen im Bereich Parsing. Ich werde mich da sofort morgen früh informieren und gucken, woran es liegt. Und unsere Verwaltung wird auf jeden Fall daran arbeiten, dass es schnellstmöglich alles zugänglich ist. Bezüglich der Erörterungsveranstaltung bitte ich halt, die besonderen Umstände zu entschuldigen, die leider dieses Format nur ermöglichen. Ja, hier wird nochmal auf eine Sonderbürgerversammlung verwiesen, die gefordert und gewünscht wird. Da müssen wir einfach nochmal sprechen, was denn tatsächlich möglich ist oder möglich wäre oder auch nicht. Gut, so, jetzt scrolle ich nochmal durch die Fragen durch. Die Grundwasserthemen hatten wir besprochen. Die Verkehrsthemen, die Radverkehrsthemen haben wir besprochen. Hier ist nochmal der explizite Wunsch nach möglichst nachhaltiger und ökologischer Bauweise, Herr Scheller. Wir haben jetzt nicht gehört, ob Sie jetzt in Holzbauweise, in Beton, in Ziegel, wie auch immer bauen. Ich weiß nicht, ob Sie zu Ihrer Bauart und Bauweise noch was sagen können. Also gerne. Es wird voraussichtlich ein Massivbau werden, also ein Ziegelbauwerk vermutlich. Ich sage deswegen vermutlich, weil wir jetzt noch im vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind und wir einfach, wir als Büro bauen sowohl Holzhäuser wie auch Massivbauten. Was es nicht werden wird, ist ein Stahlbeton-gesamtgedämmtes WDVS-Haus, so wie sich es darstellt. Wir werden also ein Ziegel-Massivgebäude bauen, das also durchaus über die Raumklimatik, über die Nachhaltigkeit und Recycelbarkeit gut funktioniert. Das mit dem Holzrahmenbau ist momentan auch in der Gebäudeklasse nicht ohne, Sie haben es auch mitbekommen, bei Sechsgeschossigkeit, da ist es schon eine ordentliche Herausforderung. Und da ist auch momentan, wenn man sich das anschaut, die Zuverlässigkeit der Holzbau, der Rohstoffe gerade schwierig. Aber das soll kein Argument sein. Geplant ist es als Ziegelbauweise in Massivbau. Aber das ist jetzt, ich muss jetzt auch nochmal sagen, wir sind im Vorhabenplan, im Bebauungsplan. Und da ist es noch nicht final geklärt. Aber es wird auf jeden Fall auf Nachhaltigkeit natürlich berücksichtigt werden. Aber es wird vermutlich ein Massivbau werden. Das hat auch mit dem Schallschutz übrigens zur Bahn zu tun, den wir da berücksichtigen müssen, ja? Zum Beispiel. Ja, vielleicht können Sie es ja mitnehmen für den westlichen Bereich, wo Sie nicht so hoch bauen. Wir haben es ja zum Beispiel im Diermaltpark gesehen. Da gibt es die höheren Gebäude, die in massiver Bauweise entstanden sind und Gebäude, die weit da vorne an der Georg-Reismüller-Straße stehen, sind zum Teil in Holzbauweise entstanden. Vielleicht lässt sich ja auch kombinieren. Das nehmen wir gerne mit, dass, wenn sich anbietet, das ist auf jeden Fall richtig. Das machen wir so. Ja? Gut.
Hier war dann nochmal die Nachfrage, wenn die Gebäude jetzt in der Höhe hier kommen, ob dann jeder an der Ebersbuchstraße in dieser Höhe bauen kann. Herr Andt, das ist ja eine Frage von Bebauungsplan und so weiter. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern, welche Wirkung der Bebauungsplan hat und wer dann wo, wie hoch bauen darf in Zukunft. Natürlich. Es ist wie folgt. Wir haben ja einen Bebauungsplan. Der Bebauungsplan hat einen festgesetzten Rahmen. Ich zeige das kurz nochmal auf. Einen Moment. So. Genau, der Bebauungsplan hat einen gewissen Rahmen. Ich zeige das jetzt vielleicht nochmal an einem anderen Bild. So geht das ganz gut. Innerhalb des Bebauungsplans gelten die Festsetzungen von uns, außerhalb nicht. Das heißt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite würde ganz normal § 34 gelten. Das heißt, die Bebauung muss sich einfügen. Dementsprechend wäre jetzt eine Bebauung in der Höhe wie im Bebauungsplan nicht möglich. So, Herr Andt, und für andere Bereiche, die jetzt nicht in dem Bereich des Bebauungsplans liegen und Höhenentwicklung? Da ist es so, im Prinzip kann man es ganz salopp sagen, so wie drumherum. Gut, also das heißt nicht, dass an allen anderen Stellen der Ebersbuchstraße dann in der gleichen Höhe gebaut werden darf. Genau. Gut. Hier ist nochmal eine Nachfrage zum Grünzug. Und zwar wird hier auf den Flächennutzungsplan referenziert, dass das Bauvorhaben mitten durch den im Flächennutzungsplan festgelegten Grünzug geht und die ja und durch die Luftschneise. Und dass extrem seltene Eidechsen auf dem Gelände vorhanden sein. Und hier wird die Frage geäußert, ob die Naturschutzbelange überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden und wer prüft, ob das Vorhaben keine irreparablen Schäden verursacht. Frau Holzer. Genau, da kann ich darauf eingehen. Also wir haben einmal entlang der Bahn eine Grünverbindung. Im Süden des Gebietes befindet sich der regionale Grünzug. Im Laufe des Verfahrens haben wir schon bei der Regierung von Oberbayern überprüfen lassen, inwieweit der regionale Grünzug von diesem Vorhaben tangiert wird. Die Regierung von Oberbayern hat uns dann geantwortet, dass bei diesem Maßstab, dem Maßstab des Regionalplans, der ist ja 1 zu 100.000, kann eben nicht genau flächenscharf dargestellt werden, wo dieser regionale Grünzug verläuft. Das heißt, die Darstellung, die wir hier sehen, wurde von der Regierung von Oberbayern eben so eingeschätzt, dass wir hier zwar im Bereich eines regionalen Trenngrüns sind, aber nicht im Bereich des regionalen Grünzugs. Diese Achse, Nord-Süd-Achse, die entlang der Bahn ist, ist außerhalb des Umgriffs. Dort haben wir diese Grünverbindung mit mager Altgrasfluren. Die werden von dem Vorhaben nicht tangiert. Zwischen dem Vorhaben und der Vernetzungsachse entlang der Bahn, bei der Eidechsen vorkommen könnten, liegt die Vorhaltefläche der Trasse dazwischen. Das heißt, das Vorhaben berührt nicht diese Vernetzungsachse. Natürlich werden wir im Laufe des Vorhabens überprüfen. Wir machen gerade die artenschutzrechtliche Überprüfung, dass die möglichen Habitate, die sich entlang dieser Achse befinden können, von dem Vorhaben nicht beeinflusst werden. Da laufen gerade die artenschutzrelevanten Kartierungen im Gebiet. Nördlich und südlich des Gebietes haben wir auch Baumbestand. Der wird ebenfalls von dem Vorhaben nicht berührt. Der wird bestehen. Und es laufen die Kartierungen, um dort auch eben auch auszuschließen, dass dort Höhlenbäume, Höhlenbrüter sind.
Und es wird eben überprüft, dass die benachbarten Habitate eben entlang der Bahn im Norden und im Süden durch dieses Vorhaben nicht berührt werden. Das Ganze wird dann im Umweltbericht zusammengefasst. Da kann man also nachlesen, inwieweit inwieweit die Überprüfung der verschiedenen Schutzgüter erfolgt ist. Ich hoffe, ich konnte damit die Frage beantworten. Vielen Dank, Frau Holzer. Ansonsten stellen Sie gerne einfach nochmal eine Nachfrage im Chat. Hier möchte ich noch eine Frage, hier geht es auch um Grünflächen, aufgreifen. Und zwar ist hier die Frage nach 15 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner, wie das hier in dem Plan nachgewiesen wird, wo diese Grünflächen sind, ob sie denn auch wirklich da sind. Herr Arndt oder Frau Holzer, wer ist da aussagefähig? Ich kann da gerne auch antworten. Genau, es gab den Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates hinsichtlich der Freiflächenversorgungswerte, und wir orientieren uns hier bei diesem Vorhaben eben an den Freiflächenversorgungswerten. Also wir haben einmal im Norden und einmal im Süden die öffentlichen Grünflächen und dann im Zentrum eben die privaten Freiflächen. Und darüber werden eben dann ermittelt, wie viel Freiflächen pro Einwohner zur Verfügung stehen. Durch dieses Vorhaben gibt es also mehr private, gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen pro Einwohner, aber es stehen eben auch diese nördlichen und südlichen Freiflächen einerseits für die Bewohner des neuen Quartiers als auch für die Nachbarschaft zur Verfügung. Ja, danke schön. Herr Scheller, ich komme noch mal ganz kurz auf den Bauablauf zurück. Ich springe jetzt tatsächlich so ein bisschen zwischen den Themen hin und her. Hier ist nochmal die Nachfrage, wie lange denn schätzungsweise die Bauphase dauern wird. Ja, ich merke schon, das interessiert alle natürlich nachvollziehbar. Ich muss sagen, nachdem ich wirklich nicht mich festlegen kann, wann es beginnt, würde ich mich auch, also es soll auf jeden Fall, weil ich habe es ja einführend gesagt, es gibt eine bestimmte Befristung, in der muss das abgeschlossen sein. Wir werden das natürlich zügig und gesamtheitlich umfänglich also bauen, ja, also von dem Grundbau ausgehend bis zu den Wohnungen selbst. Wie lange sowas dauert, ist echt schwierig. Aber es wird sozusagen zusammenhängend zügig gebaut, denn das können Sie sich vorstellen, wenn das Bauen beginnt und die Firmen beauftragt sind, dann wollen die auch und wollen wir auch das zügig fertigstellen. Ja, also das kann ich, soweit kann ich mich vielleicht äußern. Wie lange es jetzt genau dauert und wann es losgeht, ich muss Sie da vertrösten. Wir müssen uns da ein bisschen sozusagen auch auf das verlassen, was jetzt in der weiteren Planung ist, wann wir beginnen können. Und das ist ein sehr umfangreiches Vorhaben und ich kann Ihnen zusichern, dass man es zügig macht, wenn es losgeht, aber wie lange es genau dauert, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Das gibt der Zeitplan noch nicht her. Ja? Jetzt frage ich trotzdem noch einmal nach, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wann es losgeht, wie lange schätzen Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus vom ersten Spatenstich bis zum Abschluss, um wie viele Jahre geht es, um wie viele Monate geht es? Also es wird mehr sein als ein paar Monate und es werden nicht mehrere Jahre sein. Ich kann es wirklich, Herr Fuckmüller, tut mir leid, schlecht sagen, weil bevor ich jetzt irgendwie sage, das dauert irgendwie 1,5 Jahre oder ein Jahr, aber es wird Bauzeit sein für so ein großes Vorhaben, was einfach schon, also schon dauert. Also es wird in ein paar Wochen fertig sein. Ich würde mich jetzt gern festlegen. Aber wir machen es, wie gesagt, so zügig und schnell, wie es geht. Wenn man jetzt mal von, weiß nicht, 1,5 Jahren oder ein Jahr Bauzeit, zwischen 1,5 Jahren Bauzeit vielleicht ausgeht. Aber es kann auch natürlich, je nachdem, sich verzögern. Aber wir versuchen mit Planung und Beauftragung so zügig das zu machen. Aber mehr kann ich jetzt echt nicht sagen. Okay. Zur Bauzeit kriegen wir jetzt keine Aussage. Hier ist aber nur die Nachfrage, ob man sicherstellen kann, dass kein Baucontainer-Wohndorf, nenne ich es jetzt mal, während der Bauzeit auf der Baustelle sein wird. Also das ist ja so, dass also natürlich die Bauwerkenden dort Container, um einfach auch Bauleitungen und sowas zu gewährleisten, ob die jetzt dort wohnen, das entzieht sich meiner Kenntnis, ist auch wahrscheinlich schwierig, weil es auch natürlich den
sozusagen den Unternehmer betrifft, üblicherweise bei der Größe ist jetzt da nicht eine größere Wohnanlage sozusagen temporär geplant, aber auch das ist eine Sache, die eigentlich den Bauunternehmer dann betrifft, der das übernimmt, wie er das macht. Das unterliegt jetzt nicht uns als Planern, sage ich mal. Das ist eher eine Frage der Baulogistik und ist abhängig vom Unternehmer, wie er das organisiert. Aber Flächen dafür sind ja zunächst auch mal da, bevor die zum Beispiel Grünlagen, also es wird nicht so sein, dass man jetzt wahrscheinlich entlang der Straße nicht großartig da ein Hüttendorf anlegt. Aber wie gesagt, also ob dort jemand längerfristig ist, das ist die Frage der Baulogistik. Und das aber Herr Scheller, Sie vertreten ja heute auch den Bauherren, ja. Und nicht nur die Fragen der Architektur. Deswegen würde ich Ihnen das gerne dann auch mitgeben, auch wenn Sie jetzt nicht beantworten können. Genau, das klärt man, wenn man sozusagen mal mit den verantwortlichen Firmen, also das ist die Frage wirklich, wir haben es auch auf anderen Baustellen, manchmal gibt es die Tendenz dort schon für die Bauarbeiter was zu machen, aber meistens ist das ist auch von der Größe abhängig, das kann man so nicht allgemein sagen, da müsste ich jetzt einfach falsch antworten, das will ich nicht, oder? Also das ist eine Frage der unternehmerischen Verantwortung dann. Also nicht jetzt Bauunternehmer, sondern die Baufirma muss das für sich auch noch entscheiden. Ja. Gut, hier ist dann nochmal die Frage, weil Sie haben jetzt die Frage nach der Bauzeit nicht beantwortet, aber Sie haben gesagt, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Vorhaben dann fertiggestellt sein muss. Bis zu welchem Zeitpunkt muss es denn dann fertiggestellt sein? Ist das so und so viele Jahre nach dem Beschluss oder wie ist da der Zeithorizont? Herr Arndt, das können Sie vielleicht besser sagen, weil das ist Teil des Planungsverfahrens. Einschalten. Und zwar ist es so, dass wir normalerweise beim Durchführungsvertrag festlegen, dass nach Satzungsbeschluss der Bau innerhalb von 5 Jahren erfolgen muss. Das ist so der normale Regelfall. Und ich habe auch noch gerade eine andere Frage zum Thema Nahversorgung gesehen. Die würde ich gleich in dem Zuge auch noch beantworten. Da war die Frage, wo denn da überhaupt eine Nahversorgung wäre. Es gibt nicht nur nördlich von dem Gebiet einen Nahversorger, sondern auch im Süden, entlang der Ebersburgstraße. Es sind ca. 600 Meter. Das ist ein Rahmen, in dem man definitiv zu Fuß gehen kann. Das ist so der Abstand, den man als zumutbar für eine S-Bahn-Haltestelle empfindet, als Referenz. Gut, also ich nehme an, da ist nördlich der Edeka-Markt gemeint und südlich der Netto-Markt an der Ebersburgstraße. Gut, also die Frage der Bauzeiten habe ich aufgegriffen. Herr Ahn, vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage, die hier nochmal aufgegriffen wurde, so der Unterschied zwischen Bebauungsplan und Paragraph 34 Verfahren. Ich denke jetzt mal aus der Nachfrage ist noch nicht so ganz klar der Unterschied vorgegangen. Also, vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Genau, ich gehe mal ganz kurz drauf ein. Und zwar ist es so, dass wir bei einem Bebauungsplan ja gewisse Sachen festsetzen dürfen. Es ist übrigens gesetzlich auch geregelt. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Dingen, die wir festsetzen dürfen. Wir dürfen nicht machen, was wir wollen, das als Randinformation. Und es ist auch so, dass jetzt, wenn das Empfinden bei den gegenüberliegenden Bewohnern da ist, ja, das ist ja unfair, das wollen wir auch. Prinzipiell, wenn der Stadtrat einen Bebauungsplan für die gegenüberliegende Straße anstreben würde und sich alle einig sind, dann könnten wir das theoretisch auch machen. Nur ich gebe zu bedenken, so ein Bebauungsplan ist kein Klacks, das dauert Jahre, bis das durch ist und das kostet auch extrem viel Geld. Also es ist nicht so, dass man da einfach mehr Baurecht hat und man kann machen, was man will. Die Kita muss bezahlt werden, öffentliche Grünflächen müssen entstehen, man muss diese ganzen Flächen auch abtreten. Also die sozialgerechte Bodennutzung sorgt schon dafür, dass so ein Bebauungsplanverfahren auch für die Allgemeinheit einen Mehrwert hat. Das gebe ich nur zu bedenken, aber wenn sich alle einig sind, Stadtrat des Vertrauens fragen und dann schauen wir mal. Gut.
Also das Thema Wohncontainer ist nochmal aufgegriffen. Was Sie hier geschrieben haben im Chat, wird ja auch im Weiteren dann berücksichtigt. Das würde ich jetzt hier nicht nochmal aufgreifen. Es ist alles hier mit dokumentiert. Dann gibt es hier eine Nachfrage, wie soll die Gastro aussehen? Ist jetzt eine Außenfläche vorgesehen oder nicht? Oder wird das wild wuchern? Und auch die Frage nach den Parkplätzen für die Gastro. Und das Thema Parkplätze würde ich auch noch mal aufgreifen. Da war vorhin noch mal die Frage, ich glaube, 180 Parkplätze sind geplant. Das wird als zu wenig empfunden. Herr Scheller, ich denke, Sie können zu dem Thema Gastronomie etwas sagen und Herr Anzi vielleicht zu den Parkplätzen. Ich glaube, das können Sie beide gemeinsam am besten beantworten. Fangen wir mit der Gastronomie an, Herr Scheller. Also es gibt sozusagen angrenzend an die Gastronomie zum öffentlichen Grünbereich. Man sieht es vielleicht sogar in dem Plan in der nordwestlichen Ecke, natürlich die Möglichkeit dort, und zwar definiert, eine Freischankfläche zu definieren. Es wurde in unserer Präsentation sozusagen, die ja dem vorausging im Bezirksausschuss in der ersten Vorstellung schon angemerkt, dass das wohl vielleicht etwas schmal ist. Da wird jetzt sozusagen drüber, das ist ein Einwand, der jetzt sozusagen in der Folge im Verfahren auch schon abgewogen wird. Aber es gibt natürlich zugewiesene Freischankflächen, also von Wildwuchern ist da nicht auszugehen. Es gibt ja auch eine verbindliche Satzung, wie das zu sein hat. Das heißt, es wird nicht überall irgendwie rumgegastronomiert, sondern es gibt eine zugewiesene Fläche. Und die ist im unmittelbaren Anschluss auf dem nicht öffentlichen Bereich der Freifläche. Das ist das eine. Das zweite vielleicht nochmal zu den Stellplätzen. Also es gibt in München natürlich eine Stellplatzsatzung und die gilt auch für dieses Vorhaben und an die sind wir gebunden. Die Stellplatzsatzung differenziert an sozusagen nach frei finanziertem Wohnungsbau, ein Stellplatz pro Wohnung und zum geförderten Wohnungsbau, da haben wir auch einen nicht unwesentlichen Teil. Also das, wie es der Arndt gesagt hat, das unterliegt ja der sozialen Bodenordnung, also der Sobon, und wir haben dort also einen Teil geförderter Wohnungen und die sind natürlich sind nach Satzung auch in einem kleineren sozusagen Schlüssel zu berücksichtigen. Und darum kommt es zu der Differenz zwischen den Anzahl der Wohnungen und den Stellplatz geforderten. Das ist allerdings was für ganz München gilt und eigentlich eine festgesetzte Norm ist. Darüber hinaus kann man jetzt auch über ein Mobilitätskonzept nachdenken, um das weiter zu optimieren. Vielleicht kann daher dazu der Herr Ander was sagen, aber ich hoffe, ich habe jetzt das richtig wiedergegeben, was die Stellplätze angeht, dass man das transparent macht. Also das unterliegt der stadtweiten verbindlichen Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt München. Vielleicht können Sie noch mal kurz darauf eingehen, wie der Anteil geförderte und frei finanzierte Wohnungen ist, wie die Verteilung ist. Also wir haben die Sobahn 2017 als Grundlage, das heißt, wir haben 40% der neu entstehenden Wohnungen als geförderten Wohnungsbau, davon einen Teil EOF, einen Teil München Modell Miete und einen Teil KMB Wohnen, also sozusagen jetzt Herr Arndt, jetzt folgt mir das Wort, experimenteller Wohnungsbau. So heißt es, danke Herr Arndt. Das heißt, es ist eine Mischung aus geförderten Wohnmodellen und das macht im gesamten Neubestand 40% der Wohnungen aus. Plus zusätzlich noch die Kindertagesstätte, die auch Teil dieser Sobahn-Forderung ist. Und natürlich die verbindliche Quote an öffentlichem Grün, das ja auch Teil der Sobahn-Forderung zum Beispiel ist. Ja? Das alles als Paket kommt der Stadt München zugute bei der Maßnahme im Rahmen des B-Plan-Verfahrens. Gut. Herr Ahn, wollen Sie noch was ergänzen? Ich ergänze kurz. Thema Gastronomie und Freischankfläche, das war ein Argument, das kam bereits auf. Das haben wir soweit aufgenommen und wir werden gucken, inwieweit wir das realisieren können. Vernünftige Anregungen muss man einfach mitnehmen, so ist das. Bezüglich der Stellplätze wurde ja bereits auf den Schlüssel verwiesen. Ich wollte noch ergänzen, dass damit auch die Stellplätze für die Gastro abgedeckt sind. Zusätzlich kommt natürlich noch die besondere Lage des Quartiers hinzu. Wir sind sehr nah an der S-Bahn mit nur 300 Metern.
was auch dafür spricht, dass viele Leute wahrscheinlich dann auch eher den ÖPNV benutzen. Und wir haben auch eine Bushaltestelle in unmittelbarer busläufiger Nähe und damit auch den Anschluss Richtung Örtelplatz. Gut. Hier ist nochmal eine Nachfrage, wer die Kosten für die Erstellung der Grünflächen trägt, ob das der Investor ist oder ob das die Stadt ist. Das macht der Investor in diesem Fall. Mhm. Deswegen sind auch die Grünflächen jetzt Teil des Vorhabens. Es ist so, dass der Investor die Grünflächen herstellt nach Absprache mit dem Baureferat, weil diese sich dann später darum kümmern müssen. Und diese werden dann sozusagen in die Obhut der Stadt übergeben. Gut, dann ist das soweit beantwortet. Hier wird nochmal auf zwei andere Bebauungspläne Bezug genommen. Und zwar die Frage, warum der Bebauungsplan hier so anders ist als am Örtelplatz oder am Diamaltgelände. Ich denke, die Frage bezieht sich auf den westlichen Bereich und die Höhenentwicklung, die ja in den Bebauungen im Diamaltpark und auch am Örtelplatz im westlichen Bereich etwas niedriger ist, als sie hier ist. Es war auch noch mal eine Nachfrage, ob die Fassade im westlichen Bereich unterbrochen werden kann. Also Herr Scheller, Sie merken, gerade die westliche Seite der Bebauung wird hier sehr, sehr kritisch gesehen. Von der Höhe, von der Kompaktheit und so weiter. Ich denke, Sie haben die Fragen im Chat auch mit angesehen. Herr Ant, können Sie noch mal auf das Thema Höhe und Herr Scheller, Sie auf das Thema Gestaltung der Westfassade eingehen? Natürlich, da gehe ich gerne drauf ein. Ich wollte noch mal kurz vorneweg zum Vergleich. Wir haben hier einen Vorhaben- und Erschließungsplan. Das ist ein bisschen was anderes als bei Diamalt oder beim Örtelplatz. Nur kurz für den Unterschied, weil die Frage war, dass das sieht ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen anders auch von der Struktur. Das ist so der Unterschied zwischen den Vorhaben. Dann bezüglich der Höhenstaffelung war da die Frage, einen Moment, da ging es darum, wieso die Höhe so gestaffelt ist. Ja, und eben auch im Vergleich zu Diamalt und Örtelplatz. Genau. Es ist immer situationsbezogen, wie das Ganze sich entwickelt. Wir müssen natürlich sagen, dass wir bei der Entwicklung des Höhenprofils verschiedene Aspekte haben, die wir berücksichtigen. Das eine ist natürlich rein technischer Natur, Thematiken wie zum Beispiel, Moment, ich versuche gerade einen anderen Plan freizulegen. Zum Beispiel das Thema Abstandsflächen. Selbstverständlich setzt eine höhere Höhe auch mehr Abstandsfläche voraus, weshalb sich zum Beispiel auch aus dieser Sicht her die Bereiche Richtung Bahn eignen. Und außerdem geht es auch um eine Stadtgestalt, um stadtgestalterische Aspekte. Und es ist natürlich so, dass wir Richtung Bahn durchaus einen anderen Blickwinkel haben. Und wir haben auch hier ein eigenständiges Quartier. Und dieser eigenständige Charakter gestattet uns auch eine andere Höhenentwicklung. Und diese Höhenentwicklung versucht einerseits Rücksicht zu nehmen auf die Bebauung und andererseits haben wir natürlich auch die Thematik, wir müssen Wohnraum schaffen. Der Stadtrat hat gesagt, Wohnraum, das brauchen wir dringend in der Stadt. Und gleichzeitig heißt es auch, wir wollen Grünflächen und möglichst wenig Versiegelung. Und daher ist unsere Bemühung gewesen, guten Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig genug Grünfläche zu gewährleisten. Und das ließ sich halt am besten realisieren durch eine Höhenstaffelung Richtung Bahn. Dankeschön, Herr Ant. Herr Fuckery, ich glaube, ich habe mal im Kopf, dass ich jetzt noch Antwort schuldig bin zur Öffnung und so weiter. Richtig. Also, vielleicht muss man die nochmal
überlegen das im Wettbewerb. Also wir haben zum Beispiel nach dem ersten Gespräch mit schon im Vorfeld mit Nachbarn ja schon deutlich eine sozusagen eine Optimierung der Länge der Bebauung zur Ebertsbuchstraße eigentlich vorangeführt. Wir hatten ja unmittelbar nach der Ausstellung vom Wettbewerb einen recht lebendigen Dialog und haben schon dann auch nochmal sozusagen im Hinblick auf die Sortierung und Aufwertung der öffentlichen Grünflächen, wie Sie jetzt darstellen, auch nochmal das Gebäude oder die Bebauung deutlich verändert oder in den Teilen verändert, vor allem die den Nachbarn im Westen zugutekommen. Wir haben also von den ehemals fast 100 Metern Länge sind wir jetzt auf 74 Meter nur noch gegangen zur Straße hin. Das heißt, wir haben ja, jetzt ist es so zahlenmäßig um fast 27% die Fassadenlänge im Vergleich zum Wettbewerb ohnehin schon zur Ebersbuchstraße verkürzt. Und auch die Öffnung, die besteht ja, darum verstehe ich jetzt nicht so ganz den Hinweis, es gibt ja, wie man im Plan sieht, soll ich das nochmal teilen, vielleicht ganz kurz, ich merke jetzt gerade, dass jetzt gerade... Können Sie gerne machen. Also, dass wir sozusagen schon... Ist mit dem Reden und Zeigen ist gar nicht so einfach. Sie verzeihen mir, dass ich da so... jetzt sehen Sie zwar was, aber das ist jetzt nicht, was diese was das herzeigt. Warte mal schnell. Entschuldigung, das dauert jetzt ein bisschen. Also, der Plan ist vielleicht ganz gut. Wir haben hier eine Öffnung zur Ebersbuchstraße. Wir haben also zwei Gebäudeteile, die im Wettbewerb noch deutlich länger waren. Wir waren also hier größer. Wir haben uns also eben mit Rücksicht auf die Nachbarn deutlich um eben diese fast 25 Meter, also um ein Viertel dieser Länge verkürzt, haben diese Öffnung vergrößert um fast 3 Meter und sind also schon, was die Adressierung angeht, deutlich eigentlich in der Planungsänderung der Situation nochmal entgegengekommen, der Nachbarschaft. Also ich glaube, da haben wir schon auch das sehr ernst genommen und auch unsere Planung dahingehend verändert. Gut, hier in den Kommentaren wird es schon nochmal von der Höhenentwicklung, von der Größe muss ich kurz gucken, ja, als Fremdkörper charakterisiert und gefordert, die Anzahl der Wohnungen zu reduzieren, um einen Gartenstadtcharakter zu erhalten. Gut, ich muss hier parallel lesen und sprechen. Gut, ja, hier als Rückmeldung, 27% Verkürzung der Fassadenlänge waren ein richtiger Schritt, aber es wird immer noch als zu viel empfunden. Und da kommt eine Nachfrage. Wäre es denn nicht besser, an der Bahn weiter in die Höhe zu gehen und ich nehme an, auch mit der anderen Frage im Zusammenhang, dafür im westlichen Bereich weiter runter zu gehen? Also hier ist treppenartige Anordnung geschrieben. Da denke ich jetzt gerade spontan an das Pharao-Hochhaus. Natürlich nicht diese Höhenentwicklung, aber das ist ja so treppenstufenartig. Herr Feller, vielleicht gehen Sie da als Architekt mal auf die Idee ein. Ja, ich zeige vielleicht mal nochmal das Modell ganz kurz. Also wenn man sich überlegt, dass da hinten eine Bahnlinie fährt, die schon Lärm emittiert, da unten ein Autobahn zubringt, also die Otto-Warburg-Straße, die sehr laut ist, und wir dort jetzt schon im Abwandlung auch zum ersten Schritt, also zum Wettbewerb, eine wirklich deutliche Massierung der Wohnungen eigentlich jetzt mal nach Osten gemacht haben und dort auch die Hochpunkte wirklich weit weg von der sozusagen stadträumlich wirksamen oder spürbaren Nachbarschaften da nach hinten bringen, da muss man sich schon überlegen, bei 40% geförderten Wohnungsbau, die Leute, die dort wohnen, das ist ja auch eine Mehrzahl und eine Neubürgerschaft und die haben schon auch Recht auf vernünftige, noch belichtete Innenräume zum Beispiel und je höher die werden, desto eingeschränkter wird die Freiflächenqualität und desto mehr wird man natürlich auch dem Schall ausgesetzt und da muss man, glaube ich, jetzt so im bürgerlichen Miteinander überlegen, wie viel Rücksicht oder wie viel Qualitätssicherung oder Rücksicht
für die bestehenden Gebäude bestehen und wie viel kommen, also wie viel entgegen, also wie gesagt, Sie sehen sie nochmal, würde man sagen, die Ecke war vorher hier, wir sind also deutlich verkürzt, die haben schon sehr viel Masse oder sehr viel auch Orientierung umgelagert, aber irgendwann muss man auch natürlich an die Leute denken, die da neu wohnen und da gibt es das abzuwägen und da sind wir der Meinung, dass jetzt schon ein guter Maßstab von der Staffelung, hier sieht man es ja nochmal von den drei Geschossen über die, hoppala, jetzt ist, sehen Sie, ich habe kurz einen Vergleich mit eingeblendet, Herr Scheller. Ah, jetzt, sehr gut. Danke. Also, dann rede ich nicht immer so über irgendwas, was Sie nicht vorstellen können. Sie sehen hier also genau das Hellblaue, oder? Wenn Sie, also Sie sehen den grünen Freiraum, dann sehen Sie so eine hellblaue Kontur. Und die rosa Kontur ist die jetzt aktuelle. Und da können Sie jetzt mal den Unterschied sehen vom Wettbewerbsstand zur aktuellen Planung, zur Kontur. Und das hat natürlich schon auch mitgebracht, dass man sozusagen Wohnungen verlagert, eben Richtung Südosten. Und das finden wir jetzt das Maß, wo das geht, wo man auch, Sie sehen auch die Kontur der Innenhöfe, die dort noch, die weiße Flächen, die dort noch gute Versorgung für die neuen Bewohner haben. Aber irgendwann wird dann das Verhältnis von Neubewohnern oder von der Beeinflussung ein bisschen, da finden wir, fängt es dann an zu hängen. Und darum haben wir gedacht, diese Abstufung jetzt von 3 über 4, 5 nach 6 geschossen ist genau, also jetzt richtig. Ja. Gut, da ist nochmal eine Nachfrage direkt an Sie, Herr Scheller. Und zwar, würden Sie oder wie würden Sie anders planen, wenn die Freihaltetrasse im östlichen Bereich, das ist jetzt, was man hier, was diese weiße längliche Fläche auch in dem linken Bild sieht, zur Verfügung stehen würde? Ich glaube, das ist jetzt ehrlich gesagt in dem Kontext nicht relevant, denn wir haben einfach Vorgaben über den Geltungsbereich von einem Bebauungsplan. Es war auch damals schon im Wettbewerb Grundlage. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sich jetzt auf das zu beziehen, was die sozusagen die Festsetzungen sind. Und das andere ist, glaube ich, eine andere Debatte, ein anderes Verfahren. So sehen wir das. Und wir sind einfach an das auch jetzt für uns gebunden, was damals Grundlage war. Und das möchten wir auch schon so sehen. Also wir haben das Haus auch so geplant, dass es natürlich steht und sozusagen sich rundherum orientiert. Das sieht man da auch, glaube ich, ganz gut. Aber sozusagen, was wäre, wenn? Das fällt uns schwer, denn diese Rahmen, die nehmen wir ernst und die sind auch schon sehr lange seit dem Wettbewerb eigentlich schon auch Grundlage der Planung. Ja. Gut. Dann würde ich gerne nochmal auf das Verkehrsthema zurückkommen. Da waren nochmal ein paar oder ja, eine Nachfrage habe ich jetzt hier. Und zwar hat hier jemand aus dem Bereich der Birkenstraße nachgefragt, ob beispielsweise eine Ampel im Bereich der Birkenstraße zur Ebersbusstraße geplant ist. Dort ist auch in der Rush Hour schon heute viel Verkehr und es wird noch mehr Verkehr befürchtet. Herr Wurz, haben Sie die Kreuzung zur Birkenstraße auf dem Schirm? Was ist da geplant oder vorgesehen? Wir haben die Kreuzung auf dem Schirm, aber an der Kreuzung ist sozusagen im Zusammenhang mit dem Planungsgebiet keine Ampelanlage vorgesehen, sondern an der Stelle kann der Verkehr auch noch so bewältigt werden. Okay, gut, vielen Dank für die Antwort. Jetzt gibt es einfach hier noch so ein paar Äußerungen, wie die Planung, die Illustrationen empfunden und wahrgenommen werden. Herr Scheller, die nehmen Sie bitte schön mit. Die Bullaugen sind nochmal aufgegriffen, aber ich denke, das sind auch Details, ja, wo ich auch die dringende Bitte an Sie habe, dass Sie da vielleicht auch mit der heutigen Nachbarschaft dann den Dialog suchen, wie auch mit der Gestaltung, welcher Grünton könnte es denn sein. Ich weiß nicht, wie sehr Sie an den, oder der Herr Dr. Hirmer an den Bullaugen, die jetzt hier mehrfach kritisiert wurden,
auch unbedingt hängen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Kurze Erläuterung, Bullauge ist eine Öffnung im Schiff und wir bauen jetzt runde Fenster. Das ist schon eine Änderung. Das ist auch etwas, was in der Architektur durchaus viel verbreitet ist, und das ist auch vielleicht was, was man nochmal ein bisschen mit Referenz unterlegt. Wir werden auf jeden Fall das prüfen, wir werden auch in der weiteren Gestaltung der Gebäude, wir sind jetzt ja wirklich im Bebauungsplanverfahren, das ernst nehmen, nochmal prüfen, ob die sozusagen dieses Gegenüber, ob das wirklich so kritisch ist, und wir werden es auch auf jeden Fall in der Debatte halten. Nur als Ergänzung, das ist ein durchaus auch in der Architekturgeschichte gängiges Motiv. Ja, das ist vielleicht doch. Aber vielleicht können wir das nicht mehr unterstützen mit Referenzen, aber wir werden es auf jeden Fall mitnehmen und einmal kritisch prüfen. Danke, auf jeden Fall. Ja, wir werden auch bemustern. Es ist auch üblich, dass man dann, wenn es um die Farben geht, nochmal bemustert vor Ort. Also auch dort, die finale Farbigkeit, das hat auf jeden Fall noch Perspektive. Auf jeden Fall. Gut. Hier kamen jetzt nochmal Nachfragen, ob und in welcher Form die Gemeinde Karlsfeld beteiligt ist. Wir sind ja sehr nah an Karlsfeld hier in dem Bereich auch dran. Auch die Frage, ob Karlsfeld zu dem Termin heute eingeladen ist. Der Termin heute ist für jeden offen, egal ob er in Allach, wo auch immer, in München oder auch in Karlsfeld wohnt. Der Zugang hier zu der Veranstaltung ist nicht beschränkt. Jede interessierte Bürgerin, Bürger kann heute hier teilnehmen. Herr Amt, können Sie darauf eingehen und Herr Wurz, Sie vielleicht auch hinsichtlich Verkehr, inwieweit hier Austausch und Dialog mit Karlsfeld im Verfahren stattfindet? Natürlich. Es ist so, wir haben da zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das Thema Verkehr und Mobilität. Da würde ich Herrn Wurz um eine Wortmeldung gleich bitten. Ein anderer Aspekt ist das Thema Grundschulversorgung. Da haben wir genau einen konkreten Fall. Und zwar ist es so, dass die Hirmerei über die Gemeinschaftsverbandsgrundschule versorgt wird. Und da sind wir halt auch dann im engen Austausch und sprechen natürlich auch mit der Gemeinde. Herr Wurz, wie ist die Abstimmung zu verkehrlichen Aspekten mit Karlsfeld? Ja, gerne. Also wie ich eingangs auch schon erwähnt hatte, war es jetzt in dem Fall sogar so, dass die Gemeinde Karlsfeld uns ihr Verkehrsgutachten, was Grundlage für den Bau von der Schule war, auch zur Verfügung gestellt hat und in dem Zusammenhang auch sichergestellt ist, dass auch die Entwicklungen in der Gemeinde Karlsfeld berücksichtigt sind. Und das heißt, da war die Abstimmung sehr eng. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir in unseren Bevölkerungsprognosen auch die Prognosen des Umlandes beinhaltet sind. Das heißt, auch wenn in Karlsfeld da größere Entwicklungen geplant sind, dann sind die auch Grundlage unserer Verkehrsprognosen. Ich würde noch kurz ergänzen wollen. Ich zeige kurz noch eine Grafik. Einen Moment. So. Und zwar ist es natürlich auch so, dass die Gemeinde Karlsfeld spätestens im 4.2 von uns sozusagen mit einbezogen wird und dann auch die Möglichkeit hat, Stellung zu nehmen zu den einzelnen Themen. Die kriegen auf jeden Fall auch den Bebauungsplan, können sich das anschauen und können sich auch äußern, wie auch jeder Bürger sich äußern kann. Gut, vielen Dank, Herr Ahn, für den Hinweis. Also die Gemeinde Karlsfeld kriegt die Unterlagen explizit zur oder mit der Möglichkeit der Stellungnahme von der Landeshauptstadt München zugeschickt. Gut, hier kommt nochmal die Frage bezüglich der Machbarkeitsstudie für die Entlastungsstraße. Da gab es ja im Bezirksausschuss eine Initiative, einen Antrag, was ja in dem Beschluss dann aufgegriffen wurde. Herr Ant, haben Sie den Beschluss parat, um da nochmal
kurz zu erläutern, was hier beschlossen wurde. Der Korridor für die Entlastungsstraße wurde ja nicht aufgegeben. Bezüglich des Planungsausschusses. Ja. Genau. Da ging es ja eigentlich auch erstmal um die Thematik, ob eine Machbarkeitsstudie sinnvoll ist oder nicht. Und das wurde dann halt besprochen, aber es geht jetzt nicht direkt um eine Machbarkeitsstudie. Gut, also die wird jetzt momentan nicht durchgeführt, verstehe ich richtig, oder? Jetzt. Genau, das wäre ein eigener Beschluss. Also es war die Diskussion, inwieweit man eine Machbarkeitsstudie machen sollte oder auch nicht. Gut. Hier ist jetzt nochmal eine Nachfrage. Ich komme mal ganz kurz auf die Birkenstraße zurück. Sie merken, ich springe jetzt gerade sehr stark hin und her, beziehungsweise auch eine Ampel an der Eisholzrieder Straße. Hier ist die Rückmeldung, dass die Ecke als sehr gefährlich eingeschätzt wird und sehr schwer einzusehen ist. Das ist eine Rechts-vor-Links-Kreuzung. Inwiefern hier die Möglichkeit besteht, hier auch nochmal in einen direkten Dialog, jetzt sind Sie, Herr Wurz, hier direkt angesprochen, zu gehen, ob hier die Möglichkeit besteht, dass Sie auch nochmal direkt angesprochen oder angeschrieben werden können. Wie wäre da der richtige Weg, im Nachgang da auch nochmal in den Dialog zu kommen? Soll das über die E-Mail-Adresse, die hier in den Verfahrensunterlagen angegeben sind, erfolgen, um da den Kontakt herzustellen? Ich glaube, es ist der beste Weg. Glaube ich auch, Herr Fuggenrieder. Kann mich auch direkt anschreiben. Ich sage mal, meine E-Mail-Adresse würde ich jetzt hier aber nicht bekannt geben, aber als Mobilitätsreferat kann man uns auch anschreiben. Die E-Mail-Adressen findet man auch im Internet, aber gerne auch über die Verfahrensadresse. Die Fragen, wie gesagt, die heute gestellt werden, werden wir auch alle beantworten. Gut, vielleicht können Sie noch mal die allgemeine Adresse vom Mobilitätsreferat nennen. Ich glaube, die allgemeine Adresse ist einfach mobilitätsreferat@münchen.de mit München mit UE geschrieben. Genau, das ist die ich auch kenne und erfahrungsgemäß kriegt man auch relativ schnell Antworten. Ja. Also dann nutzen Sie bitte die Adresse, um mit dem Mobilitätsreferat hier in Kontakt zu treten. Gut. Jetzt schaue ich nochmal. Ich sehe jetzt keine Frage mal, die so noch direkt offen ist. Vielleicht habe ich aber auch noch die eine oder andere Frage in der Vielzahl der Chat-Nachrichten übersehen. Dann hätte ich die Bitte, dass Sie das noch mal kurz aufgreifen und reinschreiben, dass ich es noch aufgreife und würde jetzt aber noch mal in die Runde hier der Gäste fragen, ob es aus Ihrer Sicht noch wichtige Punkte, wichtige Ergänzungen gibt. Sie haben ja auch parallel in den Chat mit reingeguckt, wo wir noch mal drauf eingehen sollten. Herr Arndt, gibt es aus Ihrer Sicht noch Punkte, die wir noch nicht besprochen haben, die aber hier im Chat waren? So, wir würden jetzt erstmal das 4.1, die Behördenbeteiligung, abwarten und wir verweisen da nochmal auf die Auslegung 3.2. Da wird sich bis dahin noch einiges anpassen. Gut, aber keine inhaltlichen Punkte. Frau Holzer, gibt es aus grünplanerischer Sicht noch Aspekte, die wir vergessen haben? Vielleicht könnte man nur ergänzen, dass der Baumbestand im Norden, im Süden, der Solitärbaum an der Eversbusstraße, dass das alles erhalten wird, dass die ganzen Artenschutzthemen sich außerhalb des Umgangs befinden.
Das könnte man vielleicht einfach nochmal, wenn es da noch Fragen gibt, hier an dieser Stelle bemerken. Und dass zwischen dem Planungsgebiet und den Artenschutzverbindungen eben entlang der Bahn noch diese Freihaltetrasse der Straße liegt, dass wir also außerhalb dieses Bestandes sind. Was ja sehr schön ist, dass die Bäume entsprechend stehen bleiben. Gut, Herr Wurz, verkehrlich haben Sie ja vieles mitgenommen. Haben Sie noch Punkte, die Sie direkt ansprechen möchten? Also wenn was nicht beantwortet wurde, nehme ich es auf jeden Fall mit und dann beantworten wir das auch noch im Nachgang. Was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, dass hinsichtlich meiner Ausführungen zu der Sanierung vom Allacher Tunnel noch einige Rückfragen bzw. auch Kritik geäußert wurde, darf nur noch der Hinweis, dass wir als Stadt an dem Verfahren von der Autobahn beteiligt werden und wir uns da auch einbringen und wir ja auch als Stadt den Auftrag haben, die Planungen, dass die Autobahndirektion bzw. jetzt heißt es Autobahn GmbH ja seit Januar, dass die ihre Planungen und die Bauzeit auch so durchführen, dass die Auswirkungen, die es geben wird auf das Münchner Stadtgebiet und auf die Bürgerinnen und Bürger, dass die so gering wie möglich gehalten werden. Wir sind da auch mit einem sehr engen Austausch mit der Autobahn und bringen uns da auch ein. Und das, was der Herr Arndt ausgeführt hat mit der Behördenbeteiligung, das gilt natürlich für die Autobahndirektion auch, weil die ja mit ihren Flächen da auch betroffen sind im Süden. Das heißt, die haben natürlich auch die Chance, sich zu unserem Verfahren auch zu äußern. Das heißt, da ist eigentlich so die Abstimmung auf jeden Fall sichergestellt. Also meinen Sie das Versickerungsbecken im südlichen Bereich des Planungsgebiets? Ja. Gut. Die Frage nach der E-Mail-Adresse beim Planungsreferat wurde jetzt zwischenzeitlich im Chat beantwortet. Herr Scheller, hier kam jetzt nochmal die Frage auf, ob eine Beteiligung zur Gestaltung des Areals denkbar ist oder vorgesehen ist. Wir haben ja jetzt noch nicht direkt die Phase, wo wir über die Gestaltung der Grünflächen sprechen. Aber ist hier eine Beteiligung bei der Gestaltung denkbar? Also natürlich gibt es zunächst schon mal das Verfahren, das ja im Wettbewerb gemacht wurde, mit einer Jurierung, mit einer gemeinschaftlichen, da wurde natürlich auch schon über Vertreter sozusagen die Öffentlichkeit beteiligt im Wettbewerbsverfahren. Des Weiteren ist natürlich so, dass wir auf jeden Fall die Freiflächen jetzt, wenn die mal konkreter bemustert sind, auch weiterhin abstimmen mit der Behörde, aber dann auch, ich Ihnen sagen kann, dass der Dr. Hirmer über die, sage ich mal, vielleicht Grundgestaltung hinaus Anspruch hat oder auch das sozusagen sehr sozusagen auch naturnah und größer im Bewuchs und sowas vielleicht planen oder gestalten möchte. Die Beteiligung ist auf jeden Fall da. Wir wollen es auch dialogisch weiterführen, aber für das, also vielleicht als Verfasser von Architektur, ich nehme jetzt mal mit, dass die Farbe durchaus noch, ich nenne es jetzt mal divers oder kontrovers diskutiert wurde und die Fensterform. Ansonsten haben wir natürlich sozusagen auch über den Wettbewerb uns da qualifiziert gestaltet, aber im Dialog immer das wieder vorzustellen, das können wir uns auf jeden Fall vorstellen und die Kritikpunkte haben wir verstanden und nehmen die mit und berücksichtigen die. Oder? So können wir vielleicht verbleiben. Ja. So, dann ist nochmal die Nachfrage. Die kurze Distanz von dem dritten zum vierten Stock, Sie hatten, glaube ich, 2,5 Meter gesagt und auch nochmal die Nachfrage, warum man die Dimension des Bauvorhabens nicht reduzieren kann. Und genau. Herr Scheller, das geht, denke ich, auch ein Stückchen in Ihre Richtung. Dann kam noch hier eine Nachfrage zum Thema Tiefgarage, Tiefgaragenausfahrt. Die ist ja momentan vorgesehen Richtung Eversbruchstraße. Ich hatte, als Sie im Bezirksausschuss bei uns waren,
ja mal angeregt, inwiefern denn die Tiefgaragenausfahrt nicht direkt zur Otto-Warburg-Straße erfolgen könnte, sodass der ein- und ausfahrende Pkw-Verkehr in und aus, aus der Tiefgarage die ja auf der Eversbusch-Straße Nord gar nicht ankommt. Was ist denn da draus geworden? Vielleicht die Frage zuerst beantwortet. Planerisch, also von uns aus, wäre es durchaus erstmal für uns auch möglich. Ich glaube, da muss ich aber weitergehen, vielleicht ans Verkehrsreferat, denn ich glaube, die Ausfahrt auf die Otto-Warburg-Straße an der Stelle aus einer Garage raus ist ein Problem, so wie ich es in Erinnerung habe, in der Diskussion. Von der Wertung der Straße her. Bautechnisch wäre es möglich, aber vielleicht kann das der Kollege Wurz noch mal kurz beantworten. Gerne. Ja, grundsätzlich, also da gab es mehrere Gründe, die da jetzt dagegen gesprochen haben. Das eine war der Abstand zu den angrenzenden Ampelanlagen, also zu den angrenzenden LSAs. Und dann ist es natürlich auch immer so, dass man versucht, an Hauptverkehrsstraßen möglichst wenig Zufahrten zu haben. Das heißt, jetzt rein vom Verkehrsfluss her ist es besser, wenn man jetzt die Tiefgaragenausfahrten nicht zu den Hauptverkehrsstraßen hin hat. Und dann von der Lage her, wenn man da jetzt relativ nah auch an die Bahnüberführung gekommen wäre, dann hat es auch dann mit sicherheitsrelevanten hinsichtlich den Blickdreiecken und so weiter auch zu tun. Das heißt, aus den Gründen wurde das eigentlich an den Stellen ausgeschlossen, so dass wir gesagt haben, es ist zielführender, wenn die Ausfahrt Richtung Eversbusstraße hinkommt. Schade. Gut. So, das war das Tiefgaragenthema. Herr Scheller, die Fragen hinsichtlich Dimensionierung und der Distanz, dem Abstand des dritten und des vierten Stocks. Also, das zur Dimensionierung hat man, glaube ich, schon diskutiert oder auch vielleicht erklärt, vielleicht nochmal die Anpassung der Dimensionierung hat ja stattgefunden, wie gesagt, nach dem Verfahren. Wir haben die Grafik vorher gesehen, wo einfach die Länge der Fassade, ich wiederhole es gerne nochmal, um 27%, also geringer wurde. Das heißt, die Vorhaben wurde sozusagen zu Eversbus deutlich verkürzt und minimiert. Gleichzeitig gibt es natürlich den Eckdatenbeschluss des Stadtrats, der sagt, da kann man so viel, oder ist eigentlich, könnte man nahe der S-Bahn den so und so viel Wohnbedarf eigentlich auch realisieren und vor allem auch natürlich auch geförderte Wohnungen in dem Umfang realisieren. Ich glaube, das ist diese Abwägung. Das heißt, einfach jetzt sagen, wir machen nur die Hälfte, ist, glaube ich, keine Option. Aber die Anpassung an die Gegebenheiten, an die Nachbarschaft, glaube ich, haben wir schon sehr stark gemacht. Das zweite war nochmal die Frage nach diesem Rücksprung. Wie gesagt, zum einen gilt ja dort das Gebot der Rücksichtnahme, was die Abstandsflächen und so eingeht. Wir halten also die Abstandsflächen mit 1H zur Straßenmitte entlang der Eversbusstraße ein, sowohl für die 4- als auch für die 3-geschossige. Und dieses 3-geschossige ist schon deutlich, also wir haben es ja vorher vielleicht gesehen, in der Straßenperspektive auch, in der Wirkung eigentlich das markantere Bauteil, die Dreigeschossigkeit und dann zurückgesetzt eben und eben von der, vielleicht vom Gehweg nochmal, sind es ja dann schon fast 6 Meter oder 5,50 Meter zurückgesetzt, der 4-Geschosse. Also man muss sich überlegen, von welchem Rücksatz oder von welcher, wovon sprechen wir? Wir beziehen uns eigentlich im Baurecht oder auf das sozusagen von der Grundstücksgrenze und da sind wir doch mit der höheren Bebauung, also mit der hinterliegenden, schon deutlich zurückgesetzt. Denn auch die Dreigeschossige nimmt ja schon Abstand zum öffentlichen Gehweg und erweitert diesen übrigens dadurch auch. Ja, das darf man nicht vergessen. Also der wird ja auch verbreitert sozusagen auf dem Grundstück der neuen Bebauung. Gut, ich danke. Beantworten können. Das sieht man ganz gut. Ja, vielen Dank für die Beantwortung. So, jetzt wird tatsächlich nochmal das Thema Ampeln auf die Hauptverkehrsstraße nochmal diskutiert, Herr Wurz. Auch wird hier Bezug genommen
auf die MAN und ja genauso auch auf die MTU, denke ich, die ja auch hier auf die Otto-Warburg-Straße entsprechende ampelgeriegelte Ein- und Ausfahrten haben. Vielleicht nehmen Sie es auch einfach nochmal mit, wobei also Sie sehen hier, also es wird auch positiv hier von den Teilnehmern hier bewertet. Bitte einfach nochmal mitnehmen und sehr wohlwollend prüfen, auch wenn es vielleicht eine Herausforderung ist. Genau. Gut, hier kommt nochmal die Nachfrage bezüglich der Stellungnahme des Bezirksausschusses. Wir haben ja uns schon recht ausführlich mit den Unterlagen befasst und haben eine Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme oder die Anregungen des Bezirksausschusses sind in den Unterlagen jetzt noch nicht mit aufgenommen. Die sollen dann vom Planungsreferat im Gesamtzusammenhang auch der jetzt vorgebrachten Fragen, Anregungen und Kritiken in der im Gesamtzusammenhang bearbeitet werden und dort einfließen. Wenn Interesse besteht, wer die Stellungnahme, die wir abgegeben haben, gerne sehen möchte, kann sich gerne an mich wenden. Die ist nicht irgendwie geheim oder so. Der eine oder andere hat sie ja auch schon, beziehungsweise war auch in der BA-Sitzung, als wir sie besprochen haben. Gut. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt kommt hier nochmal eine Nachfrage bezüglich einer Verbreiterung der Eversbusch-Straße. Warum überhaupt wird die Eversbusch-Straße verbreitert? Das bezieht sich jetzt hier auf den nördlichen Bereich, wo jetzt halt hier das Rendering, was wir gerade sehen, auch gut mit dazu passt. Vielleicht ist da die Idee dahinter noch nicht klar genug rübergekommen. Herr Scheller, Herr Wurz, wer kann das nochmal darstellen? Also mal die Nachfrage nach der Gestaltung, nach der Verteilung des Straßenraums im Bereich der nördlichen Eversbusch-Straße. Ja, dann fange ich vielleicht kurz an. Vielleicht, Sie haben ja gesehen in dem Plan, den der Herr Ahn vorhin gezeigt hat, den Bebauungsplanentwurf, dass die gelbe Fläche in dem Bebauungsplan deutlich verbreitert wird im Vergleich zu heute. Diese Verbreiterung, das hat man, glaube ich, in dem Bild vorhin ganz gut gesehen und der Herr Arndt hatte das auch erklärt. Diese Verbreiterung, die findet vorwiegend zugunsten des Grünstreifens und des Gehweges statt, der heute auf der Ostseite auch nicht vorhanden ist. Das heißt, die reine Fahrbahnfläche, die wird im Vergleich zu heute nur geringfügig breiter. Das heißt eigentlich die gelbe Fläche, da sind dann auch die ganzen Bäume drin, der Gehweg ist drin und auch noch ein ordentlicher Streifen, wo die Autos dann auch noch parken können. Und in dem südlichen Abschnitt wird ja die Verkehrsfläche nur zugunsten des Radweges verbreitert, nur zugunsten des Gehweges verbreitert. Gut, da kommt jetzt nochmal eine Nachfrage. Die Straße hat aktuell keinen Mittelstreifen. Das ist richtig. Oder er ist so weggefahren, dass man ihn nicht mehr wirklich sieht. Also nehmen Sie das vielleicht best nicht zu wörtlich. Das ist jetzt, wir machen da sozusagen eine Perspektive, die eigentlich den Mittelstreifen auch gesehen hat, dass man eben diese Spurigkeit deutlicher sieht, okay, damit dass das wichtiger ist. Aber vielleicht war, also uns war es wichtig, dass man diese sozusagen diese Zuteilung der Verkehrsströme, also jetzt gerade in der Debatte besser sehen kann, ob es den gibt oder nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das war nur für uns auch, diese Maßlichkeit nochmal zu transportieren und den Eindruck zu präzisieren. Ja? Okay, danke. Das erläutert das, glaube ich, auch nochmal, warum der jetzt mit drauf ist. Ich würde gerne noch etwas ergänzen, und zwar zum Thema des Fußweges.
Selbstverständlich war es auch das Thema, ob man hier nicht gestalterisch bis zur Bushaltestelle noch mehr machen könnte. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir da die Flächen der Autobahndirektion haben. Und bedauerlicherweise ist halt nicht viel mehr möglich. Und wir haben uns auf das Essentiellste, den Fußweg, reduziert in dem Bereich. Und dort, wo wir Flächen hatten, da haben wir auch noch Aspekte wie zum Beispiel Straßengrün mit einbezogen. Gut. So, dann kommen wir. Okay, jetzt kommt hier noch mal eine Nachfrage, die greifen wir gerne noch auf. Da geht es noch um den Bus, nämlich dass in dem Bereich auf dieser Höhe der Bus mit 4 bis 5 Haltephasen, also nur durchkommt, dass der Bus hier nicht zügig durchkommt. Das ist jetzt nicht direkt eine Frage, sondern eine Aussage. Herr Wurz, vielleicht nehmen Sie das auch einfach mit, was hier die MVG auch eventuell an Schwierigkeiten an dieser Kreuzung mit dem Bus hat. Die MVG kann ja aus dem Leitsystem minutengenau heraus berichten, wo Verzögerungen auftreten und wo nicht. Die Frage nehme ich mit. Wir sind ja auch gerade bei so, wir in den nächsten Jahren doch den öffentlichen Nahverkehr deutlich ausbauen wollen oder auch den Auftrag vom Stadtrat dazu haben und natürlich die Sachen, die man am schnellsten umsetzen kann, jetzt schneller als so schienengebundene Strecke, ja auch die Busse sind, dem wird in den nächsten Jahren auch eine große Bedeutung zukommen. Und da hat die MVG, da haben wir auch Programme, wo wir mit denen zusammenarbeiten, um die Buslinien deutlich zu beschleunigen. Und wie Sie gesagt haben, haben die MVG ja sehr gute Werkzeuge, um die Verzögerungen bei ihren Bussen auszuwerten. Und die also die Stellen, wo die Busse sehr lang stehen, die melden die uns auch. Und dann versuchen wir auch mit denen dann zusammen auch dafür Lösungen zu finden. Gut. Dass man die einzelnen Strecken dann auch beschleunigt. Ja, gut. Da vielen, vielen Dank für den Hinweis. Hier ist jetzt nochmal ein Hinweis auf die Flächen der Autobahndirektion. Ich hatte jetzt gestern noch eine Info bekommen, dass hier von der Autobahn möglicherweise auch Bereitschaft da ist, hier notwendige Flächen bereitzustellen. Das ist aber jetzt zu früh, um hier jetzt schon konkret was sagen zu können. Das greife ich aber auf jeden Fall auch auf und werde selbst hier nochmal das Gespräch mit der Autobahn, aber auch eben zusammen mit der Stadtverwaltung anstoßen, dass wir da vielleicht eine schönere Lösung bekommen. So, jetzt kommt noch eine Nachfrage, die wirklich sehr neu ist, die ist noch gar nicht aufgegriffen worden, deswegen nehme ich sie jetzt noch mit rein. Das Thema Abfall, das Thema Müll. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie das mit dem Müll funktionieren soll? Ich denke, das bezieht sich vielleicht auf 2D-Themen, auf das Thema Abfallsammlung, sprich schwarze Tonne, braune Tonne, blaue Tonne im Wohngebiet Hirmerei selber, aber vielleicht auch das Thema, was uns im Bezirksausschuss in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv immer wieder beschäftigt, das Thema Wertstoffsammelinseln. Herr Scheller, haben Sie Müllräume oder die Anfahrt von der Müllabfuhr geplant? Das Thema Wertstoffinseln in dem Bereich, weiß ich nicht, wer da was dazu sagen könnte. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Abfallsammlung auf dem Gebiet der Hirmerei selber an. Da kann ich gern was dazu sagen. Das ist wiederum ein Teil, über den muss man sich sehr frühzeitig Gedanken machen. Der ist also schon berücksichtigt. Wir haben sozusagen treppenhausweise zugeordnet im Untergeschoss Müllräume. Dann wird es im aktuellen Planungsstand ist das so gefasst. Und zum Abholtag gibt es sozusagen
also unmittelbar sozusagen im Gebäude an der sozusagen hofseitig an der Tiefgarage einen Raum, in dem die abholfertigen Tonnen im Gebäude verwahrt werden, also aus dem Blickfeld der Passanten geruchsneutral und dann vom Abfallwirtschaftsamt abgeholt werden können. Ja, das ist so die elegante Lösung, eine sehr gute Lösung. Es ist auch noch in der Debatte, aber das muss man abstimmen mit dem Abfallwirtschaftsamt, ob man Unterflur das regeln sogar könnte. Da braucht es aber entsprechende Infrastruktur zum Leeren seitens der Entsorger. Und das ist in München noch nicht ganz so verbreitet. Und da gibt es aber noch Abstimmungen. Aber auf jeden Fall wird der Müll sozusagen in-house also gesammelt und dann sozusagen auch in-house bereitgestellt für die Abholung. Vielleicht so. Bei Unterflur beziehen Sie sich dann auf die Wertstoffsammelcontainer oder auf die vorgenannten Restmüllpapier und Bio? Genau, Restmüll. Es gibt ja schon Konzepte, dass man auch eben die für Anlagen Unterflur Restmüllanlagen macht, die dann rausgehoben werden. Das mit den Wertstoffinseln würde ich ganz gern weitergeben, weil da bin ich jetzt ehrlich gesagt der Falsche. Das ist, glaube ich, eher eine sozusagen eine kommunale Hoheit. Da muss ich fast weitergeben. Aber fürs Haus, für den neuen Bedarf ist das berücksichtigt in der Planung. Wertstoff ist viel komplexer. Das ist garantiert so. Gut, haben wir denn heute in der Runde, Herr Anzierheben, ja. Sie können vielleicht zu dem Thema Wertstoff was sagen? Ja. Zu den Containern, das ist durchaus ein übliches Thema, ist jetzt nicht das erste Mal. Wir haben definitiv die Möglichkeit, in der Straßenverkehrsfläche das zu organisieren. Das müsste aber dann von den Abfallwirtschaftsbetrieben auch so gefordert werden. Festsetzen dürfen wir sowas nicht. Gut. Die Stadt darf ja Unterflurcontainer nicht finanzieren. Könnte sich Hirma vorstellen, einen Unterflurcontainer für Wertstoff zu bezahlen? Da bin ich jetzt als Zweiköpfige, als Janusköpfiger natürlich, also Kontohoheit, das möchte ich mir jetzt nicht. Ich nehme das so mit, oder? Und gebe das vor und sage, vielleicht wäre das eine Option der weiteren des Services für die Gemeinschaft, aber da kann ich Ihnen jetzt keine Zusage machen. Es tut mir leid, aber wir nehmen es mit. Ich werde es weiter kommunizieren. Und das muss auch gut platziert sein dann, einfach zum Straßenraum. Das ist auch eine strategische, glaube ich, Frage. Also jetzt für die nachbarschaftliche Sache. Aber das nehme ich so mit. Können wir uns so verständigen? Das gebe ich so weiter, okay? Ja, prima. Vielen Dank. Gut. Hier war mal die Nachfrage, dass die Müllfahrzeuge auf der Straße halten zum Entleeren und dann halt der Verkehr nicht durchkommt. Das war, denke ich, wenn ich jetzt hier die Nachfrage lese, gemeint. Herr Scheller, ist die Frage, ob es dann irgendwie eine Haltebucht oder sowas gibt, in der dann die Müllfahrzeuge stehen können, um die Container auszuleeren, dass während der Leerung die Eversbuchstraße in dem Bereich nicht blockiert ist. Also die Müllfahrzeuge fahren auf öffentlichem Grund üblicherweise, die bestehen da auch drauf und holen dann, haben eine maximale Länge, die sie abholen, die ist leicht eingehalten. Das heißt, sie müssen nicht sehr weit gehen, die Müllwerker, die haben da 15 Meter, dann geht das ja flott, aber die werden auf öffentlichem Grund sein. Das hat auch wiederum abzuwägen mit den natürlich Freiflächen und den baumbepflanzenden Flächen. Also ich kann natürlich sagen, wir schicken jetzt den Müllwagen direkt rein, aber dann kann ich da keine Bäume pflanzen. Wir versuchen, die Feuerwehr rauszuhalten. Also werden wir den Müll auch schauen, dass wir den gut moderieren. Aber wie gesagt, wir haben die Abholstelle sehr nah an der öffentlichen Verkehrsfläche. Das heißt, es geht dann auch entsprechend schnell. Aber üblicherweise ist der Müll schon auch, der Müllwagen schon auch dort. Wenn ich richtig informiert bin, Herr Arndt, Sie verbessern mich, aber ist es üblich, dass die einfach auf der Straße fahren, kurz halten, aufladen und weiterfahren. So ist jetzt gedacht. Gut, Herr Arndt sagt jetzt nichts dazu. Das ist nun mal der Regelfall, dass die Fahrzeuge auf der Straße halten müssen. Das haben wir aber in mehreren Stellen im Stadtgebiet und das Problem in der Form ist durchaus in der Altstadt viel extremer. Okay. Gut, danke für die Antwort hierzu. Ich denke jetzt, weil ich gerade die Unterflurcontainer angesprochen habe, kommt nochmal eine Nachfrage, überhaupt Finanzierung. Die Frage, was wird von
dem Investor an Kosten und was von der Allgemeinheit der Stadt bezahlt. Herr Ahn, können Sie da kurz darauf eingehen, ja, was öffentlich finanziert wird und was privat bezahlt wird? Genau. Wir haben ja die sozial gerechte Bodennutzung. Die ermöglicht uns als Stadt gewisse, also alle Kosten, die da sozusagen durch den neuen, durch das Neubaugebiet entstehen, die lassen sich mehr oder weniger abfangen. Das heißt zum Beispiel der Bedarf Kita, was das Quartier selbst betrifft, das muss alles wegen Sobern bezahlt werden. Die Straßenthematik muss bezahlt werden und die Grünflächen werden auch sozusagen auf Kosten Hirmas hergestellt. Alles, was sozusagen darüber hinausgehen würde, was eine sowieso Aufgabe im Prinzip wäre, das müsste die Stadt bezahlen. Können Sie da Beispiele nennen? Es wäre zum Beispiel, wenn wir die Kita etwas größer machen, wenn wir jetzt eine Kita für 2 Gruppen bräuchten, wir aber eine für 3 bauen würden, weil wir noch Bedarf für eine Gruppe aus dem Quartier oder der Umgebung hätten, dann müsste das anteilig dann die Stadt übernehmen. Alles, was mehr ist, als das Quartier sozusagen selbst verursacht. Okay, gut. Vielen Dank. Ich denke, dann ist die Frage damit auch beantwortet. Hier ist nochmal die Nachfrage bezüglich den Abfallcontainern. Herr Scheller, ich hatte verstanden, die werden in einem Raum abgestellt und nicht auf der Straße und der Müllwerker holt den Abfallbehälter aus diesem Müllraum und stellt ihn auch dort wieder zurück und es werden keine Abfallcontainer offen auf der Straße stehen. So hatte ich Sie verstanden. Ganz genau, so ist das. Das ist auch üblicher Standard und das ist auch im B-Plan-Verfahren geregelt. Ja. Also das geht so, das wird auch überall so gemacht. Ja. Gut, also wir haben dann keine Abfallcontainer auf der Straße rumstehen von morgens bis wann halt tagsüber auch immer das Müllsammelfahrzeug kommt. Gut, zwischenzeitlich haben wir es 9:30. Wir haben viele, viele Fragen angesprochen. Ich bin mir sicher, dass manche Antwort nicht so ganz wie gewünscht war. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all die Fragen zu beantworten. Das Thema Hirmerei wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter befassen. Wir werden es im Bezirksausschuss immer wieder auf der Tagesordnung haben und diskutieren. Haben Sie gerne einen Blick auf die Tagesordnungen des Bezirksausschusses, kommen Sie zu uns in die Sitzungen, bleiben Sie mit uns als Bezirksausschuss, aber auch mit den Damen und Herren von der Verwaltung und von Hirma im Dialog. E-Mail-Adressen sind hier ja auch schon in den Chat eingestellt worden. Dann bleibt mir jetzt noch mich bei Ihnen allen, die Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei waren, die Sie im Chat ihre Punkte geschrieben haben, für die Beteiligung sehr herzlich bedanken und natürlich auch bei Frau Holzer, Herrn Wurz, Herrn Ahnt, Herrn Scheller und zu guter Letzt noch bei den Damen und Herren im Hintergrund, die es heute überhaupt auch ermöglicht haben, das Ganze in der digitalen Form durchzuführen. Da sind einfach ein paar Leute im Hintergrund, die wir heute gar nicht gesehen und gehört haben, die das Ganze erst möglich gemacht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wiedersehen, schönen Abend. Wiedersehen. Wiedersehen.